Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass Sie hier so zahlreich versammelt sind. Ich hoffe, Sie sind gut in den Tag reingekommen, haben sich unten ein bisschen bei einem kleinen Frühstück noch gestärkt. Wir hatten gestern Abend hier schon einen fulminanten Auftakt mit einem Vortrag von Stefan Gosepart zu der Frage, was Generationengerechtigkeit ist und bedeuten kann, und einem Kommentar von Gesine Schwan. Daran angeschlossen hat sich ein Podium mit Vertretern unterschiedlicher Generationen, Generation Y, die 68er, Generation Golf, dritte Generation Ost, in der wir über das Selbstverständnis von Generationen diskutiert haben und durchaus kontrovers. Ich kann, glaube ich, sagen, dass da durchaus auch die Fetzen geflogen sind gestern Abend, aber das haben Sie ja erlebt. Wir wollen heute weitermachen mit einem politischen Podium, um das Ganze auch ein bisschen mehr in das Feld der Politik zu rücken. Die Frage der Generationengerechtigkeit, und freue mich sehr, dass wir hier Vertreter gewinnen konnten, die uns mit dieser Diskussion heute ein bisschen mehr in Richtung des politischen Feldes einführen werden, und darf Sie herzlich auf das Podium bitten. Erste interessante. Hallo. Das Mikro an, das ist nicht an. Das Mikro ist an. Das Mikro ist nicht in Ordnung, oder? Ich glaube, das. Kann das hier jemand vielleicht noch mal. Hallo. Ich nehme derweil mal das hier, sag schon mal guten Tag. Sehr interessant zu beobachten, wie sich die Teilnehmer auf diesem Podium für welchen Sitzplatz entschieden haben. Herr Bartsch, Mitte-Links-Bündnis. Vielleicht geht es doch. Jetzt geht's. Ich hatte keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr. Es waren alle besetzt, als ich hier war. Weil so ist das mit den Winterfrauen, so die das entscheiden sagen Sie einfach so schnell. Man kann nicht mal ein Komma setzen, um danach zu sagen, weil ich selbstverständlich Gentleman bin und die Damen oder die Frauen zuerst sich hinsetzen lasse. Aber da wurde ich schon unterbrochen. Ja. So, wird alles interpretiert. Herzlich willkommen. Wir versuchen heute das Fragezeichen mit ein bisschen Glück in der nächsten Stunde wegzudiskutieren oder vielleicht in ein Ausrufezeichen zu verwandeln. Wir werden Sie später in diese Diskussion mit einbeziehen, so Sie denn mögen. Und wir diskutieren heute mit Yasmin Fahimi. Lange bei der IG Bergbau Chemie Energie, Expertin für die Energiewende und seit Anfang des Jahres SPD-Generalsekretärin. Dann links von mir. Links von mir Dietmar Bartsch, lange Schatzmeister, Geschäftsführer, nicht nur der PDS und der Linkspartei, sondern auch von Medienhäusern, also Junge Welt und Neues Deutschland, und stellvertretender Vorsitzender, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei. Herzlich willkommen. Und Katrin Göring-Eckardt, lange Jahre Vizepräsidentin des Bundestages, Spitzenkandidatin bei der letzten Wahl für die Grünen und eine der beiden Vorsitzenden der Fraktion Die Grüne. So, und in Ihrer Einladung steht Philipp Missfelder, auf der Tafel steht Mario Chaya, die sind beide von der CDU, die haben es beide nicht geschafft. Aus terminlichen Gründen hat es nicht hingehauen. Dietmar Bartsch hat dazu gerade gesagt, wir schaffen es auch mal ohne die CDU, haben wir ja sonst genug von. Wir werden das versuchen. Eingeladen waren alle im Bundestag vertretenen Parteien. Ja, was fällt uns ein zum Thema Generationengerechtigkeit, was mich betrifft? Mein Name ist Lorenz Marold, ich bin Chefredakteur beim Tagesspiegel und bin eigentlich eher mit einem Generationengerechtigkeitsbegriff aufgewachsen, der sich eher an immateriellen Werten orientiert, das heißt frühe 80er Jahre. Da wurde das Thema Generationengerechtigkeit sehr weit weg von Rente diskutiert, das hat sich nun dramatisch geändert. Ich denke, wir fangen mal mit einer ganz leichten Frage an, damit wir so ein bisschen ein Gerüst dafür kriegen, worüber wir sprechen. Frau Göring-Eckardt, was ist denn eigentlich unter Generationengerechtigkeit aus Ihrer Sicht zu verstehen? Das ist jetzt die ganz leichte Frage.
Das ist die ganz leichte Frage. Die beiden schwereren habe ich noch. Okay. Also wir haben ja in Deutschland immer davon geredet, dass es einen Generationenvertrag gäbe. Ich glaube, das wäre zu wenig, wenn dieser Generationenvertrag, in dem es ja letztendlich um die Sozialversicherungssysteme, vor allen Dingen um das Rentensystem geht, schon das wäre, was wir mit Generationengerechtigkeit meinen, sondern ich würde sagen, es geht darum, dass wir die Interessen der jetzigen und der kommenden Generationen in eine vernünftige Balance bringen. Und dazu gehören Versicherungssysteme, dazu gehören Investitionen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir unseren Kindern und den Enkeln und den noch nicht Geborenen eine Erde hinterlassen, die sie auch tatsächlich bewohnen können. Und ich würde sagen, vor allem geht es darum, dass jede Generation die Möglichkeit hat, freie Entscheidungen zu treffen darüber, wie sie leben will und wie sie leben kann. Herr Bartsch, drei Punkte sind erwähnt, das sind auch Ihre, Sicherheit. Naja, das, Investitionen, wie Sie so schön sagen, eine der leichtesten Fragen. Ich will es mal vielleicht so versuchen, Generationengerechtigkeit ein bisschen abgrenzen zu anderen Fragen von Gerechtigkeit, also sprich die Geschlechtergerechtigkeit oder Nord-Süd-Gerechtigkeit und so weiter. Und da ist Generationengerechtigkeit eben auch ein wesentlicher Punkt. Und da geht es natürlich schon auch um die Aufteilung von materiellen und ideellen Gütern zwischen den Generationen. Und da kommt dann das schöne Wort gerecht, was ja auch das schwierigste Wort ist, weil gerecht zu definieren ist ja das, was uns auch heute hier und wahrscheinlich noch niemandem gelungen ist, was dann unter gerecht zu verstehen ist. Aber ich glaube, dass man das vor allen Dingen, dass es hier um den Ausgleich von Interessen unterschiedlicher, vor allen Dingen eben auch zukünftiger Generationen gehen muss. Generationengerechtigkeit ist natürlich auch eine Frage, da würde ich Herrn Bartsch zustimmen. Es geht um Verteilung von Chancen und Risiken und in diesem Sinne würde ich Generationengerechtigkeit auch verstehen als etwas, wo es darum geht, dass wir für mehr Chancengleichheit sorgen müssen, damit die Menschen die Möglichkeit haben, die Freiheit für ihre eigene Lebensperspektive tatsächlich auch zu bekommen. Dass wir aber auf der anderen Seite Belastungen auch verteilen müssen. Das heißt, dass wir für Lebensrisiken, für die am Ende niemand jemand kann, auch Sicherheiten schaffen müssen. Und die dritte Säule für mich ist das Thema Leistungsgerechtigkeit, dass wir natürlich auch Gerechtigkeit in den Lebensverhältnissen schaffen müssen, in denen die mehr können, die breitere Schulter haben, aber auch im Sinne von, dass wir echte reale Beiträge eben auch berücksichtigen müssen. Also insofern ist Generationengerechtigkeit für mich auf drei Säulen: Chancengleichheit schaffen, Belastungen verteilen und Leistungsgerechtigkeit berücksichtigen. Wenn man sich die Diskussion der letzten Jahre zu dem Thema anschaut, stellt man eigentlich fest, dass das dramatische Ausgangsproblem, nämlich dass sich die Pyramide in der Gesellschaft, die Alterspyramide auf den Kopf stellt, ja nicht nur jetzt plötzlich diskutiert wird, sondern schon vor vielen, vielen Jahren als auf uns zukommendes Problem erkannt worden ist. Wie kann es eigentlich sein, dass die Politik dieses Thema über die Jahre eigentlich immer wieder auf dem gleichen Stand beginnend neu diskutiert, nämlich mit der Feststellung, wir haben ein demografisches Problem. Ist da was versäumt worden oder ist das vielleicht ein ganz normaler Lauf der Dinge, dass man Entwicklungen, die in 20, 30, 40 Jahren passieren, vielleicht erst dann ernst nimmt, wenn sie tatsächlich da sind? Also wenn das Problem, das vorhergesehen wird, tatsächlich vor der Tür steht. Herr Bartsch. Ich finde ja den Satz schon problematisch, wir haben ein demografisches Problem. Was heißt denn das? Also da kann sich jetzt jeder so ein bisschen was aussuchen, haben wir zu viele Ältere? Das wird ja keiner damit meinen und das sofort zurückweisen. Vielleicht haben wir zu wenig Geburten. Hat das was mit uns zu tun, mit Kinderfreundlichkeit, mit Chancen, mit Kindern trotzdem Beruf, Karriere, das zu verbinden? Das sind, glaube ich, eher die Fragen. Wir haben ein Generationsproblem, das sehe ich so nicht. Wie ist das? Und dann ein Aspekt, also alles nur jetzt stichpunktweise, wie ist das mit Zuwanderung? Hatten wir ja mal eine ganz andere Diskussion, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgehe. Also ich würde das so nicht formulieren, sondern ich glaube, wir haben eine Ist-Situation, die ist ja nun nicht so, dass es hier nur Ungerechtigkeit gibt und so weiter, das ist nicht der Fall. Wir haben eine Situation und müssen schauen, was muss man verändern. Wenn wir
mehr Geburten wollen, müssen wir zumindest die Möglichkeiten, ich meine, das kann die Politik nicht alleine klären, das ist klar, da gehören andere Dinge dazu, wie wir wissen, aber da müssen wir zumindest Rahmenbedingungen vielleicht so gestalten, dass das nicht hinderlich ist. Wenn wir mehr Zuwanderung wollen, müssen wir uns darauf anders einstellen. Und wenn wir dann dieses Thema Gerechtigkeit klären wollen, müssen wir gucken, was ist denn jetzt ungerecht und was können wir verändern? Das ist die Kernfrage. Und da bin ich der Auffassung, dass es für Generation Gerechtigkeit, und ich will nochmal sagen, das ist ein sehr, sehr abstrakter Begriff, ich würde häufiger, Frau Fahimi hat das gemacht, das Substantiv Gleichheit, wo brauchen wir Gleichheit einführen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, oder brauchen wir sie gar nicht, dann ist die Frage, was müssen wir verändern, damit wir eben kein Generationenproblem haben. Oder kein Alterspyramidenproblem. Ja, also Sie sagen, es gibt kein demografisches Problem. Ich würde das nicht Problem nennen. Wir haben eine Aufgabe, die zu realisieren Herausforderung. Ist. Wir haben eine Herausforderung, natürlich. Ja. Wir haben Herausforderungen angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland, in Europa und auf der Welt. Das ist ja offensichtlich. In anderen Gegenden dieser Welt sehen wir, wie Bevölkerung weiter explodiert. Und das ist eine Herausforderung. Und ich würde das nicht Problem nennen. Wir können es auch nicht ein Problem nennen. Also ich würde es nicht so formulieren. Also wenn wir es materiell diskutieren und nicht immateriell, das heißt also das Thema der Sicherungssysteme, das eben angesprochen wurde, gilt es festzustellen, dass immer weniger jüngere Arbeitende immer mehr Ältere finanzieren müssen. Das ist nach dem jetzigen Stand der Erkenntnis, da braucht man nicht mal Thilo Sarrazin zu, relativ klar absehbar. Ist es ein Problem oder dramatisieren wir das vielleicht, Frau Göring-Eckert? Also ich würde erstmal sagen, das Entscheidende wird ja bleiben, dass man die Realität betrachtet. Und es ist nicht ein Problem, dass wir mehr ältere Menschen haben, die erstens älter werden und zweitens gesünder sind und fitter sind und eine Generation, an die man bei der ursprünglichen Konzeption unseres Rentensystems gar nicht gedacht hat. Weil da klar war, man geht in Rente und relativ bald danach wird man krank, wird man schwer krank und die Generation der Aktiven, der fitten Älteren, die gab es faktisch gar nicht in den Finanzierungsüberlegungen. Und ich würde sagen, nee, das Problem ist, dass wir uns der Realität viel zu wenig stellen. In Mitte der 90er Jahre hat, wir erinnern uns alle, Norbert Blüm noch gesagt, dass die Rente sicher sei. Und es haben ganz viele Leute glauben wollen und der andere Teil hat darüber gelacht. Dann haben wir inzwischen fast zwei Jahrzehnte über unser Rentensystem diskutiert und sind jetzt aus meiner Sicht wieder an der Stelle, wo wir so eine ähnliche Formulierung haben, die nämlich heißt, wir wissen ja nicht so genau, was passiert. Wir können jetzt erstmal das Renteneintrittsalter wieder nach unten setzen. Wir können mit 160 Milliarden in Rentensystemen finanzieren, wo wir noch nicht mal wissen, wo das Geld herkommt. Also im Moment aus der Rentenkasse, 2018 kommt es aus Steuergeldern und das sind Summen, die irgendwann irgendwoher finanziert werden müssen. Ob man damit mehr Gerechtigkeit schafft, will ich ohnehin anheimstellen. Das kann ja jeder betrachten, wie er will. Ich würde sagen, nein. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob wir die Realität, die wir haben und auch den Wunsch und die Voraussetzungen für tatsächlichen Ausgleich noch im Kopf haben. Man kann ja auch gucken, wie viel wir, und das macht nicht nur die jetzige Bundesregierung so, die hat es nochmal ganz drastisch gemacht, wie viel bzw. wie wenig investieren wir eigentlich in Bildung, in Infrastruktur, wie viel aber gleichzeitig, und da meine ich jetzt nur das Zusätzliche, in die Alterssicherung. Ich glaube, da haben wir ein Ungleichgewicht, was uns auf Dauer nicht gut tun wird, wenn wir die Realität betrachten. Und die Kinder, die vor 20 Jahren nicht geboren worden sind und vor 30 Jahren nicht geboren worden sind, die werden halt auch nicht mehr geboren. Also deswegen wird es jetzt auch nicht helfen zu sagen, wir machen jetzt alles total kinderfreundlich, jedenfalls nicht für diese Frage. Also sonst wird es in jedem Fall helfen und wir sind sicherlich alle dafür, aber das ist nicht die Frage, vor der wir stehen. Und ich glaube, auch wenn man über das Materielle redet, kommt man nicht dran vorbei, die Frage der natürlichen Lebensgrundlagen mitzudenken, weil das nämlich sehr materiell ist. Also wenn man sich die Investitionen anguckt, die wir nicht machen, wenn man sich den Umgang mit Energie anguckt, mit Ressourcen anguckt, dann wird man auch nicht dran vorbeikommen zu sagen, da laden wir Schulden und dann auch tatsächlich Probleme in die nächste Generation. Bevor ich Herrn Bartsch dazu nochmal das Wort gebe, eine kurze Frage zu Frau Fahimi als Vertreterin der Regierungsparteien, sage ich jetzt mal hier. Sie haben gerade
das Gegenteil ja quasi getan, was Frau Göring-Eckardt angesprochen hat. Also nachdem auch die SPD oder gerade die SPD vorgeschlagen hatte, die Rente auf 67 zu erhöhen, um also diesem Rechnung zu tragen, dass ältere Menschen auch leistungsfähiger sind, dass Menschen länger leben, dass wir ein Finanzierungsproblem in der Rentenkasse haben, geht jetzt das Signal in die andere Richtung, also Rente mit 63, mit ein paar Tricks, wie nachzulesen war, und Minijobs geht es dann auch schon ab 61. Ist das nicht ein fatales Signal, das da gerade ausgesandt wird? Sie stellen die Frage ja so, dass ich die jetzt auch, sagen wir mal, etwas umfänglicher beantworten muss, weil da sind ja viele Unterstellungen drin. Das eine ist, wir haben die Rente mit 67 eingeführt, richtig. Wir haben dafür als Sozialdemokratie nicht unbedingt große Lobeshymnen und Dankeschöns bekommen, sondern wir sind dafür sehr kritisiert worden und wir haben dafür auch mit einem Vertrauensverlust in unserer eigenen Wählerklientel bezahlen müssen. Das hat im Übrigen, glaube ich, noch keine andere Partei in dieser Republik in diesem Ausmaße so getan und damit am Ende auch ein Stück Verantwortung bewiesen, dass wir eben Politik machen, die nicht nur darauf ausgerichtet ist, morgen schöne Wahlergebnisse zu bekommen, weil man sich die Politik hübsch redet, sondern einfach auch zu tun, was getan werden muss. Und wir haben diese Rente mit 67 jetzt auch nicht relativiert, sondern was es seitdem schon immer gegeben hat, ist über die Altersjahrgänge zuwachsend einen unterschiedlichen Einstieg, der gestaffelt ist, sozusagen mit 63, 65, 67, wo es die Möglichkeit gibt, mit Abschlägen früher in Rente zu gehen, ab bestimmten Jahrgängen. Und all das ist überhaupt nicht geändert, das ist überhaupt nicht angetastet. Es ist auch nicht eingeführt, eine neue Rente mit 63 generell für eine bestimmte Generation. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist zu sagen, eine ungewöhnliche Beitragsleistung von 45 und mehr Versicherungsjahren muss dazu führen, dass unabhängig von meinem Alter, wenn ich denn dann mindestens 63 bin, ich abschlagsfrei in Rente gehen können muss. Und das heißt, es relativiert überhaupt gar nichts von dem, was Sie gerade eben eingeführt haben, sondern es schafft, und das ist mir jetzt an der Stelle wichtig, im Anschluss zu dem, was ich anfangs gesagt habe, es schafft ein Stück Leistungsgerechtigkeit in unserem System. Das gehört nämlich zu dem Generationenvertrag auch mit dazu, dass wir nicht quasi uns einfach nur vorrechnen lassen, was denn jetzt quasi politisch eine richtige und faire Rente ist, sondern es gibt harte, mit Geld bezahlte Beiträge, an denen sich die Höhe des Rentenniveaus auch rechnen muss. Und darauf muss sich auch jeder in dieser Republik verlassen können, dass in Abhängigkeit zu seiner Beitragsleistung er auch eine Rentenleistung zu erwarten hat. Und deswegen haben wir an der Stelle eine Säule von Generationengerechtigkeit bedient, nämlich der Leistungsgerechtigkeit. Die andere Frage, was ist denn eigentlich die Perspektive für die Jüngeren, ist eine, die ich gerne nicht über so einen defizitistischen und eher aus meiner Sicht destruktiven Ansatz von demografischen Problemen thematisieren möchte, sondern wo ich eher konstruktiv rangehen möchte, zu sagen, was müssen wir denn an Perspektiven und an Chancen für die jüngere Generation sicherstellen, damit sie eben auch ihre Lebensträume verwirklichen können, sichere Einkommen haben, von denen sie leben können und von denen sie später eben auch eine Rente beziehen können. Und vor allem das, was sie heute unter Wohlstand und Lebensmodellen verstehen, auch zu verwirklichen. Und das sind eben andere Konzepte, als dass die Generationen davor gewesen sind. Das heißt ja nicht, dass ich die im Nachhinein bestrafen kann, aber worum ich mich doch heute bei der aktuellen Politik kümmern muss, ist, wie schaffe ich Perspektiven nach vorne. Und deswegen finde ich es sehr viel wichtiger, dass wir uns darüber unterhalten, wie wir stabile Arbeitsmärkte und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt sicherstellen, wie wir sichere Arbeitsplätze schaffen, wie wir Tarifsysteme stabilisieren können, wie wir Zeit für Familie finden können und wie wir Bildungsdurchlässigkeit und Bildungschancen verstärken können. Das sind die wesentlichen Fragen und ich würde quasi auch im Sinne dessen, dass hier heute ja, ich glaube nicht ganz unzufällig, kein CDU-Vertreter am Tisch sitzt, uns quasi eher die Runde nutzen, um uns auch nochmal aufzufordern, dass wir uns doch miteinander, so wie wir hier sitzen, nicht aufhetzen lassen
von wirtschaftsliberalen Kampfbegriffen, die dazu dienen sollen, einen Konflikt in der Gesellschaft zu konstruieren, wo angeblich die eine Generation gegen die andere steht, sondern uns gemeinsam auf den Weg machen zu sagen, was kann denn das Mitte-Links, wie auch immer, Bündnis sein, mit dem wir mehr Lebensperspektiven und Chancen für die Menschen verwirklichen können. Und das heißt investieren, richtig, vor allem Bildungsfragen, vor allem auch in die Familien, das heißt richtig auch über Zuwanderungsthemen reden etc. Prima, dann habe ich Sie mit einer einfachen Frage ziemlich in Rage gebracht. Hetz. So, kommt noch. So, Herr Bartsch, Sie haben schon unruhig gerutscht hier auf Ihrem Sitzen. So. Ja, aber davor schon, also jetzt ist es ja noch unruhiger geworden. Nein, ich wollte davor noch, bevor Sie die Frage, dass wir so schnell bei der Rente sind, hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich wollte das eigentlich schnell abhaken, weil es gibt viel spannendere Themen als die, aber die müssen wir natürlich schon auch besprechen. Ja, ich wollte davor, wie gesagt, vor der Rentenfrage einen anderen Aspekt einbringen, weil das, was jetzt Frau Fahimi auch geschildert hat, das ist natürlich für Politikerinnen und Politiker, sei es mal ganz abstrakt, ein Problem, dass wir natürlich auch in Legislaturperioden denken müssen. Und bei diesem Thema der Rente und der Generationengerechtigkeit ist das hinderlich. Nun hat sie das ja eben so dargestellt, dass die SPD die Rente mit 67, ja, mit den Grünen zusammen, gerne so gemacht hat, um eine Wahl zu verlieren. Ich habe das anders in Erinnerung. Kann mich erinnern, wie das damals begründet worden ist. Nicht mit den Grünen, Entschuldigung, es war in der Großen Koalition. Im Bundesrat zugestimmt. Das war so ein Mitte-Links-Bündnis. Das war so ein Mitte-Rechts-Bündnis. Ich finde, dass das müssen wir ja ganz seriös sagen, dass es ein ernsthaftes Problem ist, wenn man so etwas angehen will und wirklich eine große Lösung für das Thema Rente, und jetzt meine ich gesetzliche Rentenversicherung, angehen will, ist das eine Riesenherausforderung. Das ist eine Riesenherausforderung, die nicht mit dem, was da jetzt gemacht wird, also ich will darüber jetzt nicht über Münterrente und so weiter, sind wir ganz schnell in der Debatte, die wir in der letzten Woche im Deutschen Bundestag hatten, weil ich glaube ja, dass das prinzipiell falsch war, was da entschieden worden ist, insbesondere der Aspekt der Münterrente, die Finanzierung ist skandalös. Der Punkt ist meines Erachtens ein anderer. Jeder kann sofort sagen, wir haben Haushalt, gerade die Woche beschlossen, so knapp 300 Milliarden, da über 80 Milliarden gehen in die Rentenkasse, das werden wir dauerhaft so nicht realisieren können, dann fordern Grüne und Linke zu Recht, dass da noch mehr Steuer finanziert werden muss und so geht das ans Ende. Wir kriegen dieses Thema nur dann behandelt, wenn wir Grundfragen von Gerechtigkeit, weil ich da sage, da ist nämlich Generationengerechtigkeit nur ein Punkt. Wir werden das alles nur hinkriegen, wenn wir andere Fragen von Armut und Reichtum in der Gesellschaft stellen. Denn da ist Rente und Pflege, um das zu ergänzen, das werden natürlich dauerhaft Dinge sein, die mit Riesenaufwendungen nur zu finanzieren sein werden. Und da muss sich natürlich eine Gesellschaft fragen, wollen wir das? Und da bin ich dann ja sehr bei der Frage, was wollen wir denn eigentlich für ein Gesellschaftsmodell, ein Menschenbild haben? Wollen wir wirklich dauerhaft zulassen, dass es Altersarmut gibt? Oder wollen wir das nicht? Das klären wir nicht über die gesetzliche Rente. Wenn wir das wollen, ist es eine Frage von Steuerfinanzierung. Wenn wir jetzt schon 900.000 Leute in Grundsicherung haben, haben wir doch ein Problem. Da haben wir noch ein Problem und von Grundsicherung kann man nur wirklich, also glaube ich, relativ schwierig leben. Und. Wenn wir das aufmachen, dann müssen wir wirklich diese Grundfragen stellen, weil wir ansonsten in dem einen System versuchen, was zu verändern. Da ist vieles veränderbar, da ist jetzt etwas zum Schlechten verändert worden. Das kann man korrigieren, aber auch ein eventuelles anderes Bündnis muss natürlich darüber nachdenken, wie wollen wir das wirklich verändern und zwar vielleicht nicht im Rahmen dieses Systems. Wie wollen wir denn es schaffen, dass Menschen, wenn sie selber Interesse haben, eben wirklich auch mit 70, das ist nichts Neoliberales. Es gibt Menschen, die das wollen, die gerne in einem Arbeitsprozess sind. Aber das wird nicht mit dem bisherigen Modell weiterzuführen sein, sondern da müssen, glaube ich, Grundfragen gestellt werden. Auch im Sinne von Generationengerechtigkeit, aber mehr in einem noch größeren Sinne von Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Reiche ich gleich weiter an Sie. Ich kann da ganz gut anschließen, weil ich finde es alles andere als neoliberal, wenn man darüber redet, dass die Armutsbekämpfung in diesem Zusammenhang faktisch nicht stattfindet. Und das ist das hauptsächliche, das zentrale Problem, was wir in der Altersversorgung haben im Moment. Ich finde es auch nicht neoliberal, wenn man sich anschaut, welche Gruppen eigentlich jetzt bevorteilt werden und welche bezahlen müssen. Also einerseits müssen die kommenden Generationen zahlen, andererseits sinkt das Rentenniveau insgesamt,
Also alle heutigen Rentnerinnen und Rentner bezahlen für die Rente mit 63. Und wer profitiert, möchte man sich dann auch angucken. Ich habe ja großes Verständnis dafür, dass man sagt, wer 45 Jahre gearbeitet hat, der hat eine große Leistung erbracht. Aber ich sage ganz ehrlich, jemand, der die 45 Jahre nicht geschafft hat, weil dazwischen Arbeitslosigkeitszeiten waren, die nichts mit Faulheit zu tun hatten, weil dazwischen Erziehungszeiten waren, die nicht durch ein paar Euro Mütterrente abgedeckt sind, weil dazwischen Zeiten waren, die aus welchen Gründen auch immer nicht dazu beigetragen haben, dass man in die Rentenkasse zahlt, sagen wir denen jetzt, eure Leistung interessiert uns aber nicht. Das ist eine Veranstaltung, die vor allen Dingen Männern hilft, die Frauen bleiben außen vor, die vor allen Dingen denen hilft, die schon sowieso ein relativ gutes Einkommen hatten und auch eine relativ gute Rente hatten. Und ich finde, das ist eine Ungleichbehandlung, von der ich nun mitnichten sagen würde, jetzt hört mal bitte nicht auf die neoliberalen Vorwürfe, sondern es ist eine ganz klassische Gerechtigkeitsfrage, auch innerhalb der jetzigen Generation. Da müssen wir gar nicht auf diejenigen gucken, die den Spaß will ich jetzt nicht sagen, die das am Ende bezahlen müssen, weil die 160 Milliarden, die kommen ja. Und dass man die ab dem Jahr 2018 dann aus Steuern bezahlen will, ist ehrlich gesagt ein Treppenwitz der Geschichte. Also man lässt sich jetzt als Regierung dafür feiern, damit die nächste Regierung das dann bitteschön auch aufbringen kann und sich dann dafür die Prügel einholt, dass es nämlich nicht so einfach ist, diese Steuermittel zur Verfügung zu stellen. So, ich muss jetzt gar nicht mehr, ich muss gar nicht mehr moderieren jetzt, weil ich ziehe mich jetzt auf die Rolle des Bundestagsvizepräsidenten zurück und erteile nur noch Ordnungsrufe. Bitteschön. Naja, also ich möchte nochmal auf das Thema wirtschaftsliberal eingehen. Ich würde das Podium und ich glaube auch mal jenseits von der Frage, wer wann regiert, wirklich gerne darüber reden wollen, was wir denn als ein Konzept von Generationengerechtigkeit verstehen. Und habe davor gewarnt, dass ich glaube, dieses einfache Gegeneinanderspielen, da gibt es angeblich eine ältere Generation, die sich die Taschen voll macht auf Kosten der Jüngeren. Die führt weg von den Verteilungsfragen, die Herr Bartsch anspricht. Die führt weg von der Frage dessen, was Sie, Frau Göring-Eckardt, angesprochen haben, nämlich welche Lebensmodelle, im Übrigen auch die insbesondere von Frauen, wollen wir denn zukünftig absichern, sondern sie führt eine Scheindebatte, als ob es um eine Verteilung zwischen Generationen ginge und nicht um eine Verteilung des Reichtums, den wir in dieser Gesellschaft haben, der natürlich sich auf die Rente und auf die Generationen verteilen muss. Und deswegen finde ich den nicht ganz unproblematisch und sage, lassen Sie uns nicht an der Stelle aufs Glatteis führen. Trotzdem will ich gerne auch konkret zu dem, was da nochmal gekommen ist, sagen, ich finde das schon nicht ganz widerspruchslos. Wenn wir sagen, also nochmal, erstens, wir haben die Rente mit 63 nicht eingeführt. Also bitte hören wir auf, uns gegenseitig zu erzählen, dass es etwas gibt, was es nicht gibt. Die Rente mit 63 ist nicht sehr stolz darauf. Die Rente mit 63 haben wir nicht eingeführt. Es gibt wie bisher, daran ist nichts geändert, eine stufenweise Entwicklung für die verschiedenen Jahrgänge auf Rente mit 67. Wir haben nur in dem speziellen Fall von 45 Versicherungsjahre die Abschläge abgeschafft. Das ist alles. Und wenn diese Art der Verlässlichkeit und der Leistungsorientierung aus dem Rentensystem fällt, dann ist das geschlechterunabhängig und generationenunabhängig ein Gerechtigkeitsproblem. Das können wir und wollen wir uns doch nicht ernsthaft leisten. Deswegen, wenn wir nicht darauf hinauslaufen wollen, dass wir am Ende eine Einheitsrente haben und der Rest, dann sollen sich die besser verdienen, dann halt irgendwie privat versorgen und dann schaffen wir eine Einheitsrente. Sondern wenn wir da hinkommen wollen, dass wir gerade auch zum Beispiel die Leistungen, wenn Sie sagen, die haben nicht 45 Beitragsjahre, sondern es sollen auch andere Leistungen berücksichtigt werden, dann sind wir ja bei der sogenannten Mütterrente. Ich gebe aber Herrn Bartsch recht, wir haben uns gewünscht, dass die, weil sie in der Tat nicht beitragsfinanziert ist, dass sie steuerfinanziert wird. Dass das ein Kompromiss ist, den wir in der Koalition gehen mussten, das wissen Sie. Position ist bei uns auch was anderes. Das heißt, wenn Sie mich vom Grundsatz her fragen,
mit Blick auf das Rentensystem, was ein gerechter Vorgang ist, ja, dann würde ich dem zustimmen. Es gibt Leistungen, gesellschaftlich erbrachte Leistungen, die müssen wir steuerfinanzieren, aber das darf uns nicht davon abrücken, dass es auch Beitragsleistungen gibt, die wir nicht einfach negieren können, und bei 45 Versicherungsbeitragsjahren, finde ich, ist das der Fall. Ich würde ganz gerne gleich weg von der Rente, aber ja, oder wollen Sie ja, jetzt noch nee, lange nee, über die Rente, nicht, das nicht lange, haben Sie doch letztens im Bundestag lange, alles durch, ne? Ja, ich konnte im Bundestag auch dazu reden, aber ja. Das muss ich jetzt doch nochmal sehr grundsätzlich sagen, weil was ist denn das, was jetzt geschehen ist, was sich Rentenreform nennt? Das ist eigentlich genau das Gegenteil, weil es etwas behindert. Wir haben hier die Rentenreform deshalb, weil die eine Partei, CDU, CSU, gesagt hat, wir wollen die Mütterrente, wo im Wahlkampf noch knallhart dagegen gekämpft worden ist seitens der SPD, zu Recht, völlig zu Recht. Einschließlich der Finanzierung. Auf der anderen Seite haben wir die abschlussfreie Rente ab 63, wo es stimmt, das trifft nur für ganz, für einen Jahrgang sogar nur 63, danach geht es wieder hoch. Das haben wir, weil es die SPD wollte. Das sind zwei Aspekte, die ja zusammengeführt worden sind in eine Rentenreform. Und real sind die Probleme, die wir mit dem Rentensystem haben, nicht angegangen worden. Das ist die Kernfrage. Und was geschieht? Was geschieht ist, dass der Schäuble, und da gibt es Zeugen für, im Haushaltsausschuss seid gefragt, ja, jetzt verbrauchen Sie erstmal die Rücklagen, 18 Milliarden, die werden aufgebraucht, und was ist in 5 Jahren? Antwort, wissen Sie, in 5 Jahren, das wissen weder Sie noch ich. Ja, da haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem, 160 Milliarden, die Zahl ist gesagt worden. Wir haben es eben nicht zukunftsfest gemacht. Wir sind das Problem der Altersarmut nicht angegangen. Und wir haben, da hat Frau Göring-Eckert recht, da insbesondere Benachteiligung von Frauen, denn wen trifft die Rente ab 63? Das trifft vor allen Dingen natürlich Männer, die 45 Jahre gearbeitet haben, und benachteiligt sind Frauen und im Übrigen, kleiner Aspekt, Ostdeutsche, für die das viel weniger zutrifft. Das ist die Realität. Und deswegen sage ich, das Rentensystem bedarf einer grundsätzlicheren Reform. Das im Übrigen wäre wirklich mal ein Mitte-Links-Projekt. Das wirklich zukunftsfest zu machen, das ist eine Herausforderung, sage ich jetzt aber auch ganz klar, der sich weder die Linke, fange ich damit an, noch die Grünen, noch die SPD in der Form gewidmet haben, dass wir es wirklich gesellschaftlich dann auch durchkämpfen können. Denn es ist nicht die Sache, wir verteilen nur Wohltaten. Es ist auch die Frage, wie wir es finanzieren. Und wenn wir dann alle Einkommen heranziehen, wenn wir dann Beitragsbemessungsgrenze und all das, das ist aber mit heftigem Widerstand, da geht es richtig rund in der Gesellschaft. Und ob wir denn damit mehrheitsfähig sind, das wird ein ganz schön heftiger Kampf. Aber dem müssten wir uns stellen. Das wäre die Herausforderung. Das, was wir jetzt machen, ist Kleinkram. Und alle Parteien im Übrigen so ein bisschen mit. Ich sage immer zuerst die Linke, weil wir auch natürlich wunderbare Forderungen, wenn ich sie dann alle zusammennehme, wird es doch, sage ich als Haushälter, ein bisschen eng mit der Kohle. Ich kann da ganz gut anschließen. Wir waren ja in unserem Wahlprogramm sehr genau. Das fanden alle nicht so gut, weil wir sehr viel gerechnet hatten. Wir hatten auch gerechnet, wie man die Altersarmut in der jetzigen Situation bekämpfen kann mit einer Garantierente. Und ja, das kostet richtig viel Geld. Das kostet 10 Milliarden Euro. Die muss man aufbringen. Aber mein Problem ist ehrlich gesagt, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir nicht nur die Rücklagen aufbrauchen, sondern auch schon die Steuermittel avisieren, die wir später brauchen. Und dieses Geld genau für das, was eigentlich schwerpunkthaft passieren müsste, nicht mehr da ist. Das sind übrigens zu 80% Frauen in Westdeutschland. Ich hätte das nicht gedacht, wir haben das untersuchen lassen, die von Altersarmut betroffen sind, die nämlich keine Kinderbetreuung zur Verfügung hatten, die unterbrochene Erwerbsbiografien hatten etc. Ich habe gedacht, da sind ganz viele Ostdeutsche dabei, das ist aber nicht die Realität. Und dass diese Frauen in Westdeutschland dann gesagt kriegen, die Rente, die abschlagsfreie Rente, ich sage es jetzt richtig, die abschlagsfreie Rente mit 63 wollen wir für einige Jahrgänge einführen. Das finde ich in einer Art und Weise Leistung herabmindernd, die mich ehrlich gesagt wirklich dauert. Und man kann sich ja mal die Jahrgänge angucken, um die es geht. Ich empfehle einen ganz einfachen Blick auf die Jahrgänge der jetzigen Kabinettsmitglieder und auf die Jahrgänge derjenigen, die von der abschlagsfreien Rente mit 63 profitieren. Man wird eine eindeutige Korrelation feststellen. Das ist sicherlich Zufall. Also das ist jetzt wirklich konstruiert, weil die diese Renten überhaupt nicht beziehen, natürlich. Also das sind Unterstellungen. Ich würde uns empfehlen, ich bin ein bisschen verwundert, ich würde uns empfehlen, dass wir lieber miteinander überlegen, wie wir das Thema Generationengerechtigkeit gemeinsam nach vorne bringen. Und ich finde, das sind Bilder, die über die jetzt beschrieben werden, die am Ende niemandem hier parteitechnisch am Tisch nützen, sondern ganz anderen. Die Frauen sind mit der abschlagsfreien Rente mit 63 nicht benachteiligt worden. Es sind alle, die, wir reden über zwei verschiedene Dinge. Alle, die 45 Versicherungsbeitragsjahre bekommen,
werden abschlagsfrei in Rente gehen können. Dass dahinter eine Generation steht, dass dahinter eine Generation steht, die ein Lebensmodell gefahren hat, in der Frauen, und zwar unter schlechteren Bedingungen in der Tat, zu Hause bleiben mussten, weil es die Infrastruktur, die wir heute kennen, damals noch nicht mal gab. Das ist in der Tat eine Ungerechtigkeit, absolut. Aber die hat doch nichts damit zu tun, dass ich sage, es sind Beiträge gezahlt worden. Und im Übrigen ist ja das Problem, dass diese Einernährer-Familienmodell, Lebensmodell 1 ist, was ja dazu führt, dass auch von einer Rente oftmals gelebt werden muss, mehr oder weniger. Und dass wir das verändern wollen in der Zukunft, dass jeder, Männer und Frauen, ein eigenes sicheres Einkommen hat, dass sie die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, dass sie darauf basierend auch eine ordentliche Rente bekommen. Das ist doch etwas, was man nach vorne hin verändern muss, aber wo ich doch nicht im Nachhinein diejenigen bestrafen kann, die unter anderen Bedingungen gelebt und gearbeitet haben. Zweitens, wenn das so ist, und ich gebe dem ja recht, dass es dann aber bei den Rentenbezügen eben nicht alleine nur um das Beitragsmodell gehen darf, sondern eben auch um eine Anerkennung eben genau dieser Lebensrealität. Entschuldigen Sie, dann ist die Mütterrente schon auch, hat die schon auch eine bestechende Logik. Und ich bestätige nochmal, ich hätte mir gewünscht, dass wir sie anders finanziert hätten. Das gebe ich zu, das ist leider die Achillesferse da dran. Das ist der Kompromiss, den man dann eben in einer Koalition auch gehen muss. Aber da sehe ich überhaupt gar keinen Dissens. Und ich würde uns nochmal, ich würde uns empfehlen, uns nicht in die Finte laufen zu lassen, dass wir uns gegeneinander aufhetzen lassen, wo es am Ende um eine ganz andere Frage geht. Nämlich, ob wir das Rentensystem angeblich so flexibilisieren und so generationengerecht machen, dass wir nachher nur noch über eine Grundsicherung als Einheitsrente reden und alles andere ist sozusagen Privatsache. Damit schaffen wir nicht mehr Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Ich muss nur den einen Satz noch sagen, ich wurde nicht aufgehetzt. Ich würde mich auch nicht aufhetzen lassen, sondern ich habe es mir angeguckt und ich habe selber nachgedacht. Das ist notiert. Und wenn das, also was auch dazu gehört, also es wäre, glaube ich, fatal, wenn Grüne und Linke die SPD in der großen Koalition nicht mehr kritisieren würden. Und insbesondere dann, wenn richtig falsche Dinge gemacht werden. Und ich bin ja überrascht, dass sie die Mütterrente jetzt gut finden vom Grundsatz her. Das überrascht mich schon, weil ich finde sie grundsätzlich falsch. Aber das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, weil das war vor wenigen Monaten in der SPD ja auch noch anders. Nur, wir kriegen das doch nur verändert. Das kriegen wir doch nur verändert, wenn wir auf diese Grundfragen wirklich kommen. Und ich will das noch, diese beiden Sachen schon noch mal sagen. Das eine ist, dann kann man sagen, mit Generationengerechtigkeit lassen wir uns auf eine neoliberale Schiene schieben. Weil die eigentliche Frage ist nicht die zwischen Generationen. Innerhalb der Generation gibt es so viele in der älteren Generation, die brauchen das alles nicht. Und es gibt so viele Kinder in Armut. Also das ist nicht eine Frage von Generationengerechtigkeit, sondern steht eins drüber, wie ist die ungleiche Verteilung insgesamt von Einkommen und Vermögen. Dann ist die Rentenfrage, sage ich mal, die ist dann wirklich auch alles finanzierbar. Weil dann müssen wir wirklich sagen, darüber dürfen wir gar nicht diskutieren, erstmal die Frage Kapital und Arbeit klären. Aber ich glaube, das führt uns nicht weiter. Da müssen wir auch diese Einzelpunkte angehen. So, ich halte also jetzt mal fest, es ist wirklich so, die Welt ist extrem ungerecht. Also es gibt innerhalb der Generationen keine Gerechtigkeit. Die Alten kriegen zu wenig, die Mittleren arbeiten zu viel und kriegen später noch weniger und die Jüngeren kriegen eine Schrottwelt überlassen. Ich würde ganz gerne versuchen, das Thema nochmal zu weiten, weil es hat wirklich nicht nur was mit sozialen Sicherungssystemen zu tun, sondern zum Beispiel auch mit dem Thema Investitionen, also sozusagen, welche Welt überlassen wir den Jüngeren. Wir haben heute lesen können, der Bundeshaushalt, das ist ja bekannt, zum ersten Mal seit 69 ohne größere Neuschulden, bis 2018 soll das auch so bleiben. Wird denn genug investiert, nicht in Rente, in Mütterrente, in Rente mit 63, nach 45 Beitragsjahren, pardon, ich ziehe es zurück, wird denn genug investiert, dass wir guten Gewissens sagen können, ja, wir kümmern uns wirklich mit unseren Ausgaben, die wir heute tätigen, um die Leute, die nachkommen, die jetzt 5, 6, 7, 8, 9 sind. Oder sind die Alten in dieser Gesellschaft schon so stark, dass die Politik gar nicht mehr anders kann, als sich konzentriert, um diese Altersgruppe zu kümmern? Wer möchte beginnen?
Ja, ich kann zumindest mit dem Stichwort Investitionen, das kann ich nur unterstützen. Genau darum muss es gehen. Das wäre mein Plädoyer. Wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zum Teil einen Ausverkauf auch des öffentlichen Eigentums gehabt. Das gehört auch dazu. Ich glaube, dass wir den Erhalt von, dass wir Investitionen auch in eigene nachhaltige Strukturen stärken müssen. Dazu gehören Verkehrsinfrastrukturen, dazu gehört die Datenautobahn, dazu gehört natürlich vor allem auch die Bildungsinvestitionen. Das sind alles nicht konsumtive Ausgaben für irgendwelche maroden Bürokratien, sondern darin liegt die Zukunftsmusik, die wir für die junge Generation brauchen. Aber die Rentenreform ist teurer als das, was Sie an Investitionen vorhaben in dieser Regierung. Und da würde ich gern schon noch mal wissen, wie wollen Sie da weiterkommen? Nein, das stimmt ja so auch nicht. Naja. Also das geht so nicht. Also wir können nicht mit Zahlen arbeiten, die nicht stimmen. Wir werden in die Verkehrsinfrastruktur 5 Milliarden... Also nicht nur Sozialdemokraten haben einen Taschenrechner. Also das können Sie doch alles nachlesen. 5 Milliarden für die Verkehrsinfrastruktur, 9 Milliarden für Kitas, Schulen, Hochschulen etc. Das ist doch nicht, das ist doch keine richtige Darstellung. Aber nochmal, sagen Sie noch mal. Wollen wir heute über Regierungsarbeit alleine reden oder wollen wir über Generationengerechtigkeit reden? Meine Frage bezog sich schon klar auf ein Generationengerechtigkeitsthema. Also ich denke schon, dass wir über drei Sachen diskutieren, die sozialen Sicherungssysteme, die Investitionen auch in Infrastruktur und vor allen Dingen auch in die Frage, mit welchen Umweltthemen wir es künftig zu tun haben. Und ich bin jetzt bei dem mittleren Punkt, bei den Investitionen, und ich stelle fest, wenn man den Maßstab, wie viel investieren wir, wie viel geben wir aus, in einem bestimmten Zeitraum zurzeit die Ausgaben für die Rentenreform höher sind als das, was veranschlagt ist für die Investitionen. Das war meine Frage. Wie wollen Sie das in ein Gleichgewicht bekommen? Also ich kann nur noch mal wiederholen, in dieser Legislaturperiode werden wir mindestens 5 Milliarden in die Verkehrsinfrastruktur stecken. Insgesamt, das ist wirklich nicht wahr. Also wenn Sie nur so wenig rein investieren würden, wäre totaler Unsinn. 5 Milliarden zusätzlich, Frau Fahimi. Ich darf Sie wenigstens darauf hinweisen, Sie investieren mehr, immer viel zu wenig. Aber das sind 5 Milliarden in 4 Jahren zusätzlich. Dankeschön. Und ich habe das zusätzlich vergessen, das habe ich selbstverständlich vorausgesetzt, aber danke für die Flankenhilfe. Wir werden insgesamt alleine von Bundesebene 9 Milliarden zur Verfügung stellen, direkt oder indirekt, die für Kitas, kommt zum Teil zustande, weil der Bund zum Beispiel die BAföG-Finanzierung komplett übernehmen wird. Das heißt, es werden für die Länder 9 Milliarden insgesamt zusätzlich zur Verfügung gestellt bzw. frei, die sie in Kitas, in Schulen und Hochschulausbau investieren sollen und müssen, beziehungsweise die über Hochschulpakt, Exzellenzinitiative etc. fließen, auch nochmal weitere Milliarden in den Hochschulbereich. Jetzt kann man sagen, das reicht alles nicht. Ich finde auch, dass wir noch mehr investieren müssen. Wir müssen vor allem zusehen, dass wir auch über einen neuen Bund-Länder-Ausgleich reden, dass wir auch über neue Bund-Länder-Finanzstrukturen und Systeme reden, in denen vor allem diejenigen, die genau diese ganzen wichtigen Impulse und Investitionen setzen müssen, auch die Spielräume dafür bekommen, nämlich die Kommunen und die Länder. Und auch da werden wir miteinander in dieser Koalition ins Gespräch gehen, diese Beziehungen, diese Finanzbeziehungen neu auszuhandeln. Ob ich mir was Besseres, ob ich mir mehr wünschen und vorstellen würde? Ja, definitiv. Aber das ist die Realität eines Wahlergebnisses, das ich heute nicht ändern kann, das ich aber morgen ändern will. Und deswegen ist meine Frage, wo kommen wir in der Tat in der gemeinsamen Vorstellung über die notwendigen Investitionen, damit wir Lebensperspektiven und Lebenssicherheiten schaffen können für die junge Generation, wo kommen wir da zusammen? Also ich kann ja sehr verstehen, dass Sie das, was die Regierung tut, hier verteidigen müssen. Aber Sie haben ja vielleicht auch das Privileg, da ein bisschen in einigen Fragen, die einfach nur mal katastrophal sind, abzuweichen. Also ganz kurz zu diesem Thema Investitionen, die sogenannten, oder die 5 Milliarden zusätzlich, Experten, DIW, also nicht, wirklich nicht verdächtig, irgendwie mit uns hier oben was zu tun zu haben, fordert pro anno 7 Milliarden, pro anno. Und 5 wären zusätzlich. So kurz zu den Investitionen. Die Investitionen sind in den letzten Jahren durchgängig rückläufig gewesen. Wir sind jetzt bei 26,5 Milliarden Investitionen. Das ist ein Tiefpunkt in Deutschland. Wir fahren das Land in dieser Frage völlig auf Verschleiß.
Also selbst Wirtschaftsminister Gabriel hat im Vorwort zum Jahreswirtschaftsbericht geschrieben, dass die Investitionsquote in Deutschland zu niedrig ist. Also dann können wir doch wenigstens den mal, es ist viel zu niedrig. Das, was gemacht wird von der Koalition ist, und Herr Maurer hat jetzt völlig zu Recht gesagt, es gibt den neuen Schrein der schwarzen Null. Erstmal will ich feststellen, in diesem Jahr gibt es keine schwarze Null, auch wenn ich das immer wieder lese. 6,5 Milliarden neue Schulden. Herr Schäuble ist der Finanzminister, der 112 Milliarden neue Schulden in seiner Amtszeit gemacht hat. Das nur zu dem Thema schwarze Null. Aber weil es die schwarze Null gibt und weil das zweite Heiligtum steht, wir dürfen bei Steuern nichts machen. Wir dürfen die riesigen Vermögen und Einkommen in Deutschland nicht besteuern. Deswegen kommt man in eine Situation, dass man dann eben wirklich nur noch begrenzt handlungsfähig ist. Entweder wir sagen auch mal, dass es in diesem Land unendlichen Reichtum gibt. Wir müssen natürlich über Kinderarmut, natürlich über Grundsicherung im Alter. Aber unser Problem und auch die Chance ist der Reichtum. Wenn jedes Jahr die Vermögensmillionäre mehr werden, wir inzwischen über 1 Million Vermögensmillionäre haben, wenn die Zahl der Milliardäre steigt, da ist doch was schief. Da müssen wir ran. Und da die Sozialdemokraten diese beiden Sachen voll akzeptiert haben, schwarze Null, Heiligtum 1, zweitens null Steuerveränderung, null. Und dann wird man natürlich handlungsunfähig. Und das Problem dieses Haushalts ist, dass da eben wirklich die Chancen zukünftiger Generationen und ich sage jetzt im Übrigen mal, völlig egal, wer dann nach 2017 regiert, wir kommen dann in eine Situation der Handlungsunfähigkeit. Das ist eben ein Problem, wenn ein Finanzminister und auch eine Kanzlerin jetzt eine Politik fährt, die sagt, die Ruhe hat uns gut getan, lass uns mal noch vier Jahre Ruhe, wir plündern die Sozialkassen, wir investieren wenig, aber wir haben die schwarze Null. Das ist ein richtiges Problem, weil in 4 Jahren stehen wir dann vielleicht sogar gemeinsam vor all diesen Problemen. Und deswegen muss man das heute und hier kritisieren, dass bei Investitionen, und das sind ja vor allen Dingen, jetzt muss ich das auch nochmal dazu sagen, die vor allen Dingen in Beton gehen, das, was notwendig wäre, auch in Bildung, die zugesagten 500 Millionen, die sind bei Frau Wanke einfach mal gestrichen worden in einer Nachtsitzung. Das ist doch, na, natürlich ist das so. Die 500 zugesagten sind gestrichen worden. Also hier, da hinten sitzt einer, der das sofort bestätigen kann. Der Christian Kindler hat das im Bundestag ja auch in hervorragender Weise für die Grünen gesagt. Defizit, Defizit, Defizit bei diesem Thema Investitionen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich sage jetzt nochmal, das ist jetzt... Natürlich weiß ich, dass das die Sozialdemokraten gerne anders haben. Aber in dieser Frage haben sie eben 0-0-0 durchgesetzt. Also, ich will da gerne mal anschließen, weil natürlich ist es so, dass man in der Koalition immer Kompromisse macht. Aber die Frage, welche Prioritäten man hat und welche man durchsetzt, die muss man dann auch diskutieren können. Und dass die Investitionen in Bildung, dass die Investitionen auch in sowas wie unsere Infrastruktur, da geht es zum Teil auch um Beton. Ja? Also ich meine, dass in Schleswig-Holstein Straßen und Brücken gesperrt sind, weil man die nicht mehr befahren kann, finde ich jedenfalls ein Problem, mit dem man sich mal beschäftigen muss und dass man die Dinge reparieren muss. Die Grünen sind jetzt nicht diejenigen, die sofort schreien, wir müssen neue Straßen bauen, ganz bestimmt nicht. Aber dass man die reparieren muss, wenn man sie der nächsten Generation übergeben will, das ist eine Grundlage. Dass wir sehr, 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 sehr viel weniger in Bildung investieren, als, ich habe es vorhin gesagt, in das Rentensystem, das ist eine Prioritätensetzung, mit der muss man sich auseinandersetzen. Na klar, wenn man Kompromisse eingehen muss, dann muss man sich fragen, was fordert man zuerst, was fordert man mit größter Kraft und wo zieht man dann in der allerletzten Nacht bei den Koalitionsverhandlungen nochmal die rote Karte und sagt, das geht mit uns bestimmt nicht. Und dem Ergebnis, finde ich, muss man sich dann in der Tat stellen. Und dass wir einen Haushalt haben, bei dem, Herr Barth hat es gesagt, Sven Kindler sitzt da hinten, unser haushaltspolitischer Sprecher, bei dem die Frage der Investitionen so weit nach hinten geschoben worden ist, dass es einem schon in der Opposition peinlich sein muss. Die Kommunen sind diejenigen, ja, wo die Leute spüren, ob sich eigentlich ihre ganz normale Alltagssituation verbessert. Die Kommunen hatten die feste Zusage, dass sie unterstützt werden. Diese Zusage ist übrigens nicht zurückgenommen worden. Sie ist nur auch auf das Jahr 2018 verschoben worden. Also auch da haben wir ein Finanzierungsloch, was dazu führen wird, dass es immer mehr und immer schwieriger sein wird, so einen Haushalt einigermaßen ausgeglichen zu finanzieren. Und das setzt sich weiter fort. Natürlich könnte man sogar, ich sage dann gleich noch was zur Vermögensbesteuerung, aber sogar wenn man das nicht machen würde, könnte man sich wenigstens mal hinsetzen und sagen, welche Subventionen, insbesondere welche ökologisch schädlichen Subventionen, könnten wir denn mal streichen, damit wir wieder in die Lage versetzt werden, in andere Dinge zu investieren.
Da hat in dieser Bundesregierung ist noch nicht mal hingeguckt worden bei diesen Subventionen. Und ehrlich gesagt, ich kann es nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, dass es über solche Fragen noch nicht mal wahrnehmbaren Streit gegeben hat. Und ja, es ist vollkommen richtig, na klar, brauchen wir eine Vermögensbesteuerung. Wir werden im Herbst ein Urteil kriegen zur Erbschaftsbesteuerung. Und wir werden uns danach selbstverständlich damit beschäftigen müssen, wie wir in Deutschland mit der Besteuerung von Vermögenden in Zukunft umgehen wollen. Das können wir nicht wegwischen und das wird eine weitere Einnahmequelle sein, richtig. Aber die wird uns nicht über all das helfen, was wir an notwendigen Investitionen eigentlich brauchen, damit wir tatsächlich wieder auf den Stand kommen, wo wir das, was wir jetzt haben, in einem anständigen Zustand und nicht in einem guten, erstmal nur in einem anständigen Zustand den nächsten Generationen übergeben. Und da kann man auch nicht nur in Vierjahresrhythmen denken, definitiv nicht. Also ich werde gleich versuchen, die Debatte noch mal ein bisschen weg von der haushaltspolitischen zu lenken. Aber da wir, also ich stelle fest, wir haben keine Podiumsgerechtigkeit. Deswegen möchte ich Ihnen zu dem Thema jetzt auch noch mal Gelegenheit geben, Stellung zu nehmen. Naja, ich will nur zu zwei Sachen, weil ich sie nicht so stehen lassen kann. Wir haben Frau Wanka nicht 5 Milliarden in ihrem Haushalt gestrichen, sondern Frau Wanka, Sie können das alles nachlesen im Koalitionsvertrag. Wir haben Frau Wanka hat 5 Milliarden in ihren Haushalt hineinfantasiert, die da nie gewesen sind und die im Koalitionsvertrag schon immer für die Länder gedacht gewesen sind. Und dort haben wir sie jetzt auch wieder hingebracht. Und für die Entlastung der Kommunen, was das Bundesteilhabegesetz und andere Fragen angeht, haben wir auch keine Relativierung vorgenommen, sondern auch da steht im Koalitionsvertrag drin, welche Entlastungen es geben soll. Und wir haben diese jetzt konkretisiert und auch klar definiert, wann und wie die kommen. Im Übrigen in einem Umfang, wie es sie in den vergangenen Bundesregierungen so für die Kommunen nicht gegeben hat. Und ich finde, das kann man alles noch zu wenig finden, aber man kann ja erstmal auch zur Kenntnis nehmen, dass das alles Dimensionen und Schritte sind, die es vorher so nicht gegeben hat. Ich will aber mich gar nicht der Debatte entziehen, nämlich um was muss es eigentlich gehen für die Zukunft. Und ja, ich würde ein großes Plädoyer dafür aussprechen und bin da ganz bei Ihnen. Wir brauchen definitiv eine höhere Investitionsquote von öffentlicher Hand und von privater Hand. Wir sind unterirdisch, was das angeht. Das heißt halt nur, man muss die Dinge auch zusammendenken. Und insofern Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, in Datenautobahnen, in Bildungssysteme sind alles wichtige Voraussetzungen, Investitionen für die Zukunft, auch weil sie meines Erachtens nach zusätzlich private Investitionen auslösen in die Arbeitsplätze, in die Standorte hier in Deutschland. Mein Gefühl sagt mir nur eins, wir werden am Ende immer wieder, können wir jetzt, ob das jetzt Bildungsfragen sind, ob das Rentenfragen sind, wir können immer wieder die Frage, wohin wird eigentlich was verteilt und wann kommen wir an den Punkt, wo wir miteinander das Gefühl haben, geht nach vorne, und ist gerecht und ist im Übrigen auch zwischen den Generationen gerecht. Wann kommen wir an den Punkt und wie wollen wir das eigentlich beurteilen und feststellen? Was ist Wohlstand? Was ist das Zukunftsmodell? Was ist eine gerechte Verteilung? Wenn ich das nochmal als, sagen wir mal, vielleicht mal ein bisschen von der Tagespolitik weg als grundlegende Frage für uns auf den Tisch lege, dann komme ich zu dem Ergebnis, damit wir uns nicht gemeinsam in wirtschaftsliberale Schienen schieben lassen, dass wir eigentlich meines Erachtens nach eins bedürften, nämlich so etwas wie einem klaren Indikatorensystem. Was verstehen wir unter ökologisch? Was sind ökologisch wichtige Kennzahlen, die wir für ein Wohlstandsmodell brauchen? Was sind wirtschaftspolitische, was sind soziale und was sind haushalterische? Und wenn wir ein solches Kennzahlensystem haben und ein solches Indikatorensystem, an dem wir uns orientieren könnten, dann würde vielleicht auch mal aufhören, dass wir Austeritätspolitik gegen Zukunftsinvestitionen schieben und ähnliches, sondern dass man mal ehrlicher sagt, um welche wirklich transparenten Unterschiede zwischen einer linken und einer rechten Politik in dieser Republik geht es. Denn das ist nach wie vor mein Interesse. Am Ende zusammenzukommen, um dieser Republik einen neuen Impuls zu geben, damit wir genau das machen können, nämlich zu sagen, Deutschland ist uns mehr wert und wir brauchen mehr Investitionen und wir brauchen dafür auch die Verteilung der finanziellen Möglichkeiten, um nach vorne gehen zu können. Ich bin sehr dafür, dass man auch über Koeffizienten nachdenkt. Eine kleine, nur Korrektur, damit es nicht falsch stehen bleibt.
Frau Wanka, das waren 500 Millionen für die Länder und die sind ihr gestrichen worden. Unwichtig nur wegen der Milliarde. Der zweite, wissen Sie, bei allen Koeffizienten, ein Punkt bleibt, den wir haben, den niemand leugnet und der einfach da ist. Der Reichtum in Deutschland ist jedes Jahr, ich sage jedes Jahr steigt die Zahl der Vermögensmillionäre und ich rede nur von Privatem und wir haben über 1 Million Vermögensmillionäre. Das wird man nicht mit eigener Hände Arbeit. Als Bundestagsabgeordneter, der pünktliche und reichhaltige Überweisung bekommt, weiß ich, selbst wenn man da ein ganzes Leben ist, wird man nicht zum Millionär. Deshalb, wenn wir dort nicht bereit sind, wie in anderen Ländern, relevant etwas abzuholen und wir lösen damit viele Probleme, die im Wahlprogramm der SPD, und ich nehme jetzt nur Wahlprogramm der SPD, vorhandene Vermögenssteuer würde Milliardenbeträge bringen und da brauchen wir keine Koeffizienten. Wenn wir dieses Thema wenigstens wieder in die gesellschaftliche Debatte bringen, über diesen unermesslichen Reichtum reden und ich rede nur über den privaten Reichtum, das ist notwendig. Ansonsten reden wir über Verteilungsfragen bei Rente, bei Pflege, bei Sozialleistungen und schieben dort hin und her. Andersrum wird ein Schulhof. Wir müssen genau diese Logik durchbrechen. Aber da ist natürlich auch eine Voraussetzung. Ich bin ja dafür, wenn die SPD sagt, das war nicht durchzusetzen, ist ja in Ordnung. Dann ist das unser Job, das immer wieder zum Thema zu machen. Aber da brauchen wir wirklich in der Gesellschaft eine Debatte. Weil ansonsten, ob wir das da im Bundestag mal ganz laut sagen, ist zwar schön, aber bringt uns nicht weiter. Wir haben sie nicht. Und das brauchen wir allerdringlichst, allerdringlichst. Weil darüber redet kein Mensch mehr. Kein Mensch redet darüber und andere lachen sich tot. Und heute gibt es halt Kinder, die gehen in keine Kita mehr, die gehen in keine Schule mehr, weil sie es alle nur noch privat für Kosten, die man sich gar nicht vorstellt, machen lassen, einige in unserer Gesellschaft. Und das darf nicht so weitergehen, weil selbst für die Kinder nicht gut ist, wenn sie diese Entwicklung nehmen. So, bevor Sie gleich auch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, möchte ich nochmal brachial in die Kurve gehen mit einem Power-Akkord. Es gibt einen schönen Song von den Godfathers, den Älteren unter uns wird das vielleicht noch was sagen, Birth, School, Work, Death. Den Anfangs- und den Endpunkt, den werden wir nicht aufheben können. Der zieht sich zwar ein bisschen auseinander, aber was dazwischen ist, das ist total durcheinander geraten. Also diese alte Schichtung, das eine, dann kommt das andere, dann kriegt man Kinder, dann ist total durcheinander in dieser Gesellschaft und ich habe den Eindruck, dass da noch eine Menge Platz ist für Fantasie in der Politik, wie man mit der Situation umgehen kann, dass zum Beispiel junge Ältere mit 63, 65, 67 noch extrem fit sind und wahrscheinlich noch 10, 20, 30 Jahre vor sich haben. Was ist da drin? Was kann die Politik tun, um beispielsweise einen Bufti-Dienst für junge Rentner einzuführen oder irgendwas? Ich weiß es nicht. Gibt es von Ihrer Seite Ideen dafür, wie man diese Situation von Seiten der Politik angehen kann? Den gibt es ja schon. Das kann man ja schon machen, genau. Und da sind auch eine ganze Menge Ältere sehr aktiv und ich glaube aber, dass das ehrlich gesagt nicht die Lösung ist. Ich habe inzwischen eine ganze Reihe von solchen Buftis in Ostdeutschland kennengelernt und da stellt sich dann plötzlich heraus, dass es nichts mehr mit Bundesfreiwilligendienst zu tun hat, sondern dass es damit zu tun hat, dass man versucht, das bisschen Einkommen, was man hat, aus Sozialleistungen noch aufzubessern und dann sagt, das ist Bundesfreiwilligendienst. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung, aber in der Tat bin ich fest überzeugt, wir werden über Arbeitszeiten sprechen müssen, wir werden über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen müssen und ich gehöre zu denen, die immer gesagt haben, wir brauchen genügend Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Ausrufezeichen in bester Qualität. Ich finde, da ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, dass wir bei der Kinderbetreuung mehr und mehr nur über die Quantität reden und nicht mehr über die Qualität, das wird nicht dazu führen, dass Eltern sagen, dann kann ich mein Kind in aller Ruhe in die Kita bringen und dann in der gleichen Ruhe oder Aufgeregtheit arbeiten, sondern auch da haben wir einen riesigen Investitionsstau, was die Qualität in den Kitas angeht. Aber das wird nicht reichen, weil mehr und mehr, nicht nur übrigens junge Eltern, sondern auch andere Leute sagen, wir haben keine Lust mehr, ein Leben zu führen, was heißt, wir arbeiten bis zum Anschlag, dann rennen wir nach Hause und machen die Reproduktionsarbeit und dann geht es am nächsten Tag so weiter, sondern weil die Interessen, andere Dinge zu tun. Und das heißt jetzt in aller Regel ja gar nicht mal zuerst, dass man dann in irgendeiner Hängematte liegt, sondern weil man sich bürgerschaftlich engagieren will, weil man verschiedenste Dinge machen will, dass wir damit sehr, sehr viel stärker mit einer neuen Art von Zeitpolitik zurechtkommen müssen, gehört für meine Begriffe dazu.
Und insofern ist das für mich jedenfalls eine der größten Herausforderungen, auch unter der Frage der Generationengerechtigkeit, vor der wir stehen. Also nicht diese alte Debatte, dann arbeiten alle nur noch 30 Stunden und dann haben wir die Arbeit besser verteilt und dann ist alles ganz einfach. Wir stehen vor viel größeren Herausforderungen. Ich glaube auch nicht, dass es einfach nach dem Motto geht, die Eltern arbeiten 32 Stunden und den Rest gleichen wir dann aus, sondern dass es eine viel größere Debatte ist. Und ich finde, wenn wir uns der jetzt nicht stellen, dann wird uns eine Generation dann irgendwann sagen, Moment mal, wir haben euch laut und deutlich gesagt, dass Andersarbeiten angesagt ist und dass es uns nicht mehr so stark wie früheren Generationen um Einkommen geht. Das finde ich ganz interessant. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass die junge Generation von heute sagt, naja, ich gucke mal, mit wie viel ich über die Runden komme. Für meine Alterssicherung trägt das sowieso nichts mehr aus, was ich in die Kasse einzahle. Die sagen, wir wollen aber noch andere Dinge in unserem Leben tun, weil das Auto vor der Tür nicht mehr wichtig ist, weil man längst bei Carsharing angemeldet ist, weil man bestimmte andere Dinge, die mit Konsum, mit reinem Konsum zu tun hat, nicht mehr will. Und insofern ist das, glaube ich, eine große Herausforderung, nicht nur was die Arbeitszeit angeht, was die Frage von Lebensqualität angeht, sondern ich hoffe, wir kommen darauf noch, weil Sie von steiler Kurve sprachen, weil die Frage der Ressourcen und der Energiepolitik kann man natürlich bei Generationengerechtigkeit nicht als Fußnote betrachten. Also ich glaube, dass wir mehr Flexibilität brauchen, und zwar eine, die tatsächlich dann auch von den Arbeitnehmern in dem Fall ja, von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch gestaltet werden muss. Das gibt es ja auch alles schon. Also wir haben ja auch schon in einem normalen Berufsleben eine große Flexibilität an Zeit. Es gibt Lebensarbeitszeitkonten, das ist alles schon längst zwischen den Tarifvertragsparteien verhandelt worden. Das Problem ist immer nur mit der Flexibilität, für wen gilt sie? Für wen, wer profitiert tatsächlich davon? Und es ist leider immer wieder so, dass wir darauf achten müssen, dass wenn wir solche Systeme einführen, dass wir uns immer anschauen müssen, halt stopp mal, wo kann das so Missbrauch werden? Das ist nicht, das soll das nicht einschränken, die Flexibilität, sondern sie soll sie sicher machen. Denn wir brauchen beides. Wir brauchen Sicherheit und wir brauchen Flexibilität. Gerade auch in der Flexibilität muss man für die Sicherheit sorgen, weil es eben nicht so schön einfach schematisch ist. Und deswegen glaube ich, ja, das Prinzip muss sein, jeder, der länger will, der darf daran nicht gehindert werden und der muss auch länger können und da dürfen keine Barrieren sein. Aber es darf eben umgekehrt auch nicht heißen, dass derjenige, der nicht mehr länger kann, eigentlich nicht mehr kann, unbedingt länger muss, damit er überhaupt irgendwie wenigstens auf seine Grundrente kommt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da einfach bei der Debatte, die ja jetzt erst noch folgt und wo ja auch deutlich wird, dass Union und andere liberale Geister ganz andere Vorstellungen von Flexibilität haben, müssen wir sehr genau darauf achten, wo sind die möglichen Risiken. Ein mögliches Risiko ist zum Beispiel zu sagen, naja, könnten nicht vielleicht, wenn wir jetzt das Anschlussverbot lockern. Das ist ja dieser Punkt, wo man sagt, also wenn ich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei meinem Arbeitgeber hatte, dann kann ich nicht anschließend in ein befristetes Arbeitsverhältnis wechseln beim gleichen Arbeitgeber, obwohl ich vielleicht schon und so weiter das Rentenalter überschritten habe. Und wenn wir das lockern, dann ist das vom Grundsatz her eigentlich auch ganz gut. Es stellt sich aber die Frage, warum läuft es nicht einfach unbefristet weiter? Das Risiko, das wir damit eingehen, ist, dass Krankheitsrisiken quasi verschoben werden und der Arbeitgeber sagt, pass mal auf, du bist ja jetzt 60, dann wechselst du jetzt einfach schon mal den Status und danach beschäftige ich dich nur noch alle 2 Jahre. Klammer auf, solange du funktionierst, Klammer zu. Oder aber, wenn wir zum Beispiel sagen, die Arbeitgeber sollen von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit werden, dann birgt es das Risiko, dass wir natürlich sozusagen eine Art billigere Rentnerschar aus der Sicht des Arbeitgebers, billigere Rentenreserve organisieren und sie gegen die jüngere Belegschaft einsetzen und beschäftigen. Oder wenn wir uns anschauen bei all dem Geschrei um Fachkräftemangel, den es gibt, dass wir so wenig ausbilden wie seit 1977 nicht mehr in den Betrieben, dann zeigt sich, dass das also offensichtlich auch nur ein Bedarf in einigen wenigen Segmenten ist, dass es den Arbeitgeber aber noch lange nicht dazu motiviert zu sagen, ich bilde nach hinten, ich bilde sozusagen vorne schon intensiver aus und zwar auch mit intensiverer Arbeit mit Jugendlichen, die vielleicht noch nicht die tolle
Ausbildungsqualifizierung haben, sondern die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, sondern er sagt sich, nee, ich gucke einfach nur, wie lange ich hinten meine Leute halten kann, bevor ich mir Gedanken darüber mache, ob ich mir vorne tatsächlich mehr Mühe gebe. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, absolut d'accord, wir brauchen mehr Flexibilität, und zwar aus meiner Sicht aus einem einzigen Grund, weil das dem Lebenswunsch der Menschen entspricht. Und Politik muss dann sich Gedanken darüber machen, wie sie diesen Bedarf am Ende des Lebens auf unterschiedlichsten Gründen, unterschiedliche Ausstiege hinzubekommen, auch gerecht wird. Aber wir müssen eben darauf achten, dass die Risiken, die da drin stecken, uns nicht von hinten sozusagen in die Beine schlagen. Also ich will es vielleicht mal in dem Fall kurz machen. Zunächst mal, der erste Satz ist wirklich noch ein bisschen oldschool. Ich sage mal bewusst, dass die Frage von Arbeitszeit und auch Arbeitszeitverringerung, weil eben das Reich der Freiheit auch vielleicht ein Stück weit dann nicht unwichtig sein wird. Und ich finde es schon durchaus ein erstrebenswertes Ziel, dass die jetzige Arbeitsintensität bei vielen Menschen, die Anzahl von Überstunden und Ähnlichem, dass man da ein Stück weit wegkommt, weil es gibt nämlich die vielen, die im Hamsterrad in einer Weise sind, dass sie eben diese anderen Bereiche gar nicht mehr aufschließen können, Punkt 1. Punkt 2, der Arbeitsbegriff wird sich, glaube ich, in diesem Jahrhundert noch gewaltig ändern. Wir sind noch sehr, sehr stark in dem des letzten Jahrhunderts. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Anerkennung von Arbeit, dass wir dort auch neue Kriterien und neue Zugänge brauchen. Drittens glaube ich, dass es ein sehr, sehr großes Problem von Demokratie und Engagement ist. Denn all das, was es im Sport, in Vereinen, Verbänden an Engagement gibt, was heute mehr oder weniger kaum honoriert wird, wird einen anderen Stellenwert haben. Das wird im Übrigen auch zu einem, und damit entsteht die Möglichkeit, dass der Zusammenhalt von Gesellschaft anders wird. Das ist eines unserer größten Probleme. Ich meine mal wirklich einen ganz konservativen Satz. Also dass wir, dass die Gesellschaft, was ihre Werte betrifft, immer wertfreier wird, dass es das nicht mehr gibt, ist ein Problem. Das ist ein Problem. Also als Atheist sage ich mal, also das, was es da an christlichen Wertekanon gegeben hat, ist nicht nur schlecht. Und da glaube ich, dass in dieser Frage hat sehr was mit Gerechtigkeit zu tun, dass Chancen für Engagement, anderer Arbeitsbegriff, dass wir da hinkommen können, und dann spielen viele Dinge, die Politik kann da auch etwas leisten, aber vor allen Dingen muss sie dort Grenzen setzen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, denn im Moment sind wir auch in dieser Frage, auch was das Thema Arbeit betrifft, leider hin und wieder grenzenlos. Spüren Sie, dass der Werteverlust mit einer Entsolidarisierung einhergeht? Ja, das ist also, für mich ist ja Solidarität einer der wichtigsten Werte. Zwischen Vermögenderen und weniger Vermögenderen oder zwischen den Generationen? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Woran machen Sie das fest, zwischen den Generationen? Also zunächst mal eine Interessenwahrnehmung ist etwas Normales, aber man muss sich doch nur Befragungen anschauen, zum Beispiel Zustimmung zu der jetzigen Reform, die die Koalition bei der Rente gemacht hat. Das ist in dem Bereich bis 30 ist die Zustimmung vergleichsweise gering. Und es ist deutlich geringer als in den höheren Bereichen, natürlich. Also ich finde, dass diese Geschichte ist eigentlich gerade der Beweis dafür, dass die Solidarität zwischen den Generationen ziemlich gut ausgeprägt ist, weil die Jüngeren, weil die Jüngeren ausdrücklicher sagen, wir finden das okay, dass unsere Eltern oder unsere Großeltern diese Rente mit 63 kriegen können. Das ist verbunden damit, dass sie selber nicht mehr dran glauben, dass sie was von diesem Rentensystem haben. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Ausweis für ziemlich viel Solidarität unter Absehen der eigenen Interessen. Also ich kann Ihnen mindestens drei verschiedene Studien, die das Gegenteil beweisen, zuschicken. Dass gerade die 18- bis 34-Jährigen sogar höhere Zustimmungsquoten haben als bei den älteren Generationen und dass die Zustimmungen teilweise bis zu 90% hochgehen. Also ich glaube, mehr Zustimmung zu einem Gesetzesvorhaben hat es in dieser Republik bisher noch nicht gegeben. Das ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung, oder? Nein. Ich kann Ihnen drei verschiedene zuschicken. Also, Entschuldigung. Wir machen mal Faktencheck. Okay, ich schicke Ihnen drei verschiedene zu. Wir machen jetzt die Stichprobe der Böll-Stiftung. Okay. So, Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen zu diesem Thema, was wir zuletzt hatten, oder auch zu anderen im Laufe der Diskussion, oder was Ihnen sonst noch zum Thema Generationengerechtigkeit auf dem Herzen liegt. Hier vorne geht es, glaube ich, los. Sie bekommen ein Mikrofon.
Ich gehöre zu diesen jungen Alten. Ich bin 72 und ich mache, was ich will. Also ich bin der Vorsitzende der Grünen Alten bei den Grünen und das ist einer der schwersten Jobs, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil die Grünen sind nicht alt. Die Grünen sind maximal älter. Im letzten Parteiprogramm kam das Wort Alters in den ganzen Programmsatz ein einziges Mal vor, und zwar in Verbindung mit Altersarmut. Sonst war da immer nur von Älteren die Rede. Als ich dann massiv interveniert habe, denn ich bin der Vorsitzende der Grünen Alten, ist das wenigstens noch geändert worden. Wir nennen uns, wir haben Unterbegriffe, wir sind mutig, zusammen, autonom. Und das ist mir das wichtigste Wort, autonom. Ich musste das nach hinten stellen, ich wollte das nach vorne haben, das habe ich keine Mehrheit für gekriegt. Wir machen, was wir wollen und wir mischen uns ein in die gesellschaftlichen Verhältnisse, unabhängig von dem, was der Bundesvorstand sagt, unabhängig von dem, was Parteigremien sagen. Selbstverständlich stehen wir auf den Grundsätzen der Grünen. Das ist selbstverständlich, das steht bei uns auch drin. Aber sonst sind wir eine Organisationsform, die noch nicht wissen, wie wir uns nennen sollen. Ich bevorzuge das Wort Bande. Ich würde ganz gerne eine Altenbande, also irgendwann für eine Altenbande sprechen, die konkrete Projekte macht, die sie selbst entschieden hat und die sie in die öffentliche Debatte stellt und dann loslegt. Und nicht nur, und in der, ich komme aus Bremen. In Bremen sind manche Entwicklungen schneller. In Bremen sind die Grünen Alten in der Satzung. Das ist die einzige Landessatzung, die die Grünen Alten in der Satzung hat. In der Bundessatzung sind sie noch nicht drin. Mein Ziel ist das. In Bremen kann jeder bei den Grünen Alten mitarbeiten, der nicht in einer gegnerischen Partei ist. Das heißt, wir sind im Grunde auch eine Bürgerbewegung. Und in dieser Form, entscheide alleine, welche Verantwortung ich für meine Generation habe, nämlich für die Jüngeren, die sich auch um die noch Älteren kümmert, die Kuraten, die jetzt aufgeteilt sind, sind die jungen Alten 65 bis 75, die Mittelalten 75 bis 85 und die Alten 85 bis tot. Und kein Mensch wagt es, das Wort Tod in den Mund zu nehmen. Der Tod ist ein, wenn man so will, ein geistig hochaktiver Antreiber für Aktivitäten, um die Gesellschaft zu verändern. Dankeschön. Da einen Satz zu sagen, weil da haben wir ein größeres Privileg. Wir sehen, in meiner Partei ist die Generation über 65 stärker vertreten. Also wenn Sie mal einen Dialogpartner brauchen, nur zu. Die Frage ist, wie autonom sind die bei Ihnen? Ja, die sind so autonom, das ist also ganz schön heftig, finde ich. Ich darf das jetzt nochmal laut sagen, die Satzung der linken Alten ist perfekt, der würde als Grüner sofort unterschreiben, also nur zu. Also wer Mitglied bei ABBA werden will, der autonomen Bande der Alten, bitte bei ihm melden. Gut. Gabriele Göring vom Deutschen Caritasverband. Ich möchte jetzt gerne noch mal ein bisschen konstruktiv auf diese Frage der Generationengerechtigkeit eingehen und habe ein paar Fragen. Und zwar als erstes, inwieweit es Überlegungen gibt, künftige Entscheidungen, also des Parlaments, auf ihre Generationengerechtigkeit hin zu prüfen. Genauso wie es Umweltverträglichkeitsprüfungen gibt. Ich kenne das also von Schweden oder meines Wissens gibt es da interministerielle Arbeitsgruppe, die jede Entscheidung, bevor sie zu einem Gesetz wird, prüft und Empfehlungen gibt, welche Auswirkungen hat sie für die nachwachsende Generation und was könnte man verändern oder wie sollen sie aussehen. Als zweites, Sie hatten es einmal angesprochen, Frau Göring-Eckert, und zwar die Erbschaften. Also selbst traditionelle Ökonomen geben inzwischen ja zu, dass die Erbschaften bei uns in Deutschland zu enormen Verteilungsungerechtigkeiten führen. Insofern die Frage an Sie alle, was planen Sie, um hier mehr Gerechtigkeit, auch gerade für die junge Generation zu schaffen, damit arme Kinder nicht ihr ganzes Leben arm bleiben? Weil sie können nicht in Wohnung oder sonst was finanzieren oder haben die Netzwerke wie eben bei reichen Familien. Und ein letzter Hinweis vielleicht noch, ich habe mich mit der Thematik auch auseinandergesetzt und bin auf einen wichtigen Hinweis noch gestoßen von mehreren Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Andreas Kruse, dass bei der ganzen Thematik vielleicht auch bedacht werden sollen,
eine Verteilung nicht nur zwischen den Generationen, sondern intragenerationeller Ausgleich. Wir haben innerhalb der Generation immer reiche Rentner, sage ich jetzt mal, und arme Rentner. Wie gibt es hier auch Verteilungsmöglichkeiten, die vielleicht mal angedacht werden sollten? Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich denke, für alle drei zwei interessante Themen, also die Frage des Generationengerechtigkeitsstempels auf Gesetzen und die Frage der Startmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Erbthema. Ja, wer möchte beginnen? Also ich finde den Gedanken der Generationengerechtigkeitsprüfung schon sehr verlockend, aber da sind wir wieder bei meinem Indikatorenthema. Also was sollen die Kennzahlen dafür sein? Das ist ein bisschen schwieriger als bei der Umweltverträglichkeitsprüfung, wo man eben im Zweifelsfall eben mit Grenzwerten arbeiten kann. Darüber müsste man sich unterhalten. Woran will man das messen? Wenn man das nicht nur zu so einem Punkt machen will, ich sag mal der qualitativen Prüfung, sondern wirklich der quantitativen, dann müsste man sich erstmal über diese Indikatoren unterhalten, aber ich bin da gerne für Vorschläge offen. Wichtiger finde ich Ihre Frage, insbesondere nochmal auch mit Blick auf die Frage der Erbschaftssteuer. Was uns da bevorsteht, ist ja, dass das gegebenenfalls kippt aufgrund dessen, dass es eine Bevorzugung der Betriebsvermögen gibt. Also das heißt, wenn Betriebe innerhalb der Familie vererbt werden. Und das bringt uns natürlich schon ein bisschen in Schwierigkeiten, weil wir immer gesagt haben, da, wo Familienbetriebe auch als Familienbetriebe weiter fortgeführt werden sollen, wollen wir das anders behandeln, als wenn es sich um rein privates Vermögen handelt, das vererbt wird, beziehungsweise Kapital tatsächlich auch rausgezogen wird aus realwirtschaftlichen Kontexten. Und insofern kommen wir da in eine ganz schwierige Situation, weil wir natürlich nicht eine Besteuerung wollen, die am Ende Arbeitsplätze gefährdet. Aber Sie haben recht, wir reden hier über eine Fülle von Erbschaften, die bevorstehen, wo wir es uns am Ende schlicht und ergreifend nicht leisten können werden, auf die Erbschaftssteuer einfach zu verzichten, sondern die wird weiter fortgesetzt werden müssen. Wir müssen eine rechtskonforme Formulierung dafür finden, beziehungsweise einen Weg finden, wie zumindest diejenigen, die wirklich rein Betriebsvermögen einfach nur von einer sozusagen unternehmerischen Hand in die nächste geben, auch weiter fortgesetzt werden können. Denn ansonsten steht aus meiner Sicht die Erbschaftssteuer überhaupt nicht in Frage. Also ich fange mal an mit der Frage des Ausgleichs innerhalb der Generation. Darüber haben wir ja zum Teil schon diskutiert, als es um die Rente ging. Das Wort Kinderarmut ist gefallen, ja. Ich glaube aber, wenn man darüber spricht, dann wird man nicht einfach sagen können, da geht es um Transferleistungen. Da geht es eben auch zentral um Institutionen und um Unterstützung. Also bei den Jüngeren wird es um die Frage gehen, Kindertagesstätten, welche, wie ist es mit der Investition in Bildung? Und bei den Älteren wird es dann auch um die Frage gehen, wie viel geben wir eigentlich von unserem Bruttoinlandsprodukt aus für Pflegeleistungen und wie funktioniert eigentlich diese Pflegeversicherung heute noch oder eben nicht mehr. Also das ist das, was wir neben den Transfers aus meiner Sicht diskutieren müssen. Das Zweite, die Frage nach der Generationengerechtigkeit und dem Stempel, es hat ja immer mal wieder eine Initiative gegeben im Deutschen Bundestag, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Das hat immer dazu geführt, dass die Indikatoren, von denen Frau Fahimi redet, so allgemein und ungenau waren, dass man am Schluss entweder auf alles einen Stempel hätte machen können oder auf gar nichts. Und das hat nicht besonders weitergeführt, weil man müsste sich ja darüber einig sein, über die Parteigrenzen hinweg, was sind denn eigentlich die harten Indikatoren dafür, dass Generationengerechtigkeit hergestellt wird. Also ist es die Frage, wie wird mit Verschuldung umgegangen? Ist es die Frage, wie wird mit ökologischen Ressourcen umgegangen? Ist es die Frage, wie viel wird in was investiert und so weiter? Und deswegen hat es bisher nicht funktioniert. Möglicherweise kriegen wir mal eine kleine Revolution, nach der das dann besser funktioniert. Und ich will was zu der Frage Erbschaftssteuer sagen, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Frau Fahimi hat recht, die Geschichte ist nicht ganz einfach, wenn man an die hohen Erbschaften tatsächlich ran will. Sie ist nicht ganz einfach, wenn man sich immer fragen muss, was ist jetzt eigentlich die Grenze, ab der man anfängt. Also ist das jetzt das Einfamilienhaus auf dem Land? Da wird man in Thüringen über andere Beträge reden als in Baden-Württemberg. Wie ist das mit den betrieblichen Erbschaften? Also wenn das Bild von Herrn Bieski, damit meine ich jetzt den Maler,
im Unternehmen hängt und nicht im heimischen Wohnzimmer, was bedeutet das dann? Und man könnte jetzt ganz einfach sagen, natürlich müssen wir zu einer sehr viel deutlicheren Besteuerung der Erbschaften kommen. Und ich würde sofort sagen, ja, Ausrufezeichen unterstrichen und nochmal Ausrufezeichen. Aber für meine Begriffe wird man sich mindestens genauso genau anschauen müssen, ob wir nicht mit einer Vermögensbesteuerung auch jenseits der Erbschaften viel höhere Einnahmen generieren können. Und ich finde, man muss sich über beides, man muss sich beides genau anschauen, aber dass jemand, nur weil er Erbe ist, sein Leben lang nichts mehr tun muss, das finde ich jedenfalls hat mit gesellschaftlicher Gerechtigkeit und mit meinen Wertevorstellungen überhaupt nichts zu tun. Und insofern sage ich ganz klar und deutlich, da werden wir ran müssen und das wird nicht irgendwann sein, sondern es wird spätestens in diesem Herbst sein, weil dann das Verfassungsgerichtsurteil da sein wird. Letzte höre ich ja wohl, das dachte, das ist, hat sich bei den Grünen geändert. Aber ich sage zur Erbschaftssteuer als zweites was. Also was diesen Generationen-TÜV betrifft, bin ich außerordentlich skeptisch. Weil das hier genannte Indikatoren, welche findet man? Und ich glaube wirklich, dass man da in gewisser Hinsicht in eine Schiene kommt, die eher problematisch ist. Weil ich habe das vorhin gesagt, die Ungleichheit innerhalb der Generation ist so groß. Und das Problem, was wir auch haben bei den Heranwachsenden, dass ich mir Indikatoren, die würden das extrem verkomplizieren und würden entweder dahin kommen, wie Frau Göring-Eckardt sagt, dass man letztlich überall einen TÜV drauf macht oder nirgendwo. Deswegen, da habe ich eine große Skepsis. Ich glaube, dass das in den Rahmen der politischen Auseinandersetzung gehört. Wir müssen das klarer sagen und es ist auch, ich finde es ja auch gar kein Problem, wenn eine Partei einen stärkeren Akzent auf die ältere Generation legt, eine andere Partei vielleicht, na, das ist kein Problem. Also logisch, das ist jetzt hier nicht auf, vertreten auf dem Podium, aber die Rentnerpartei wird eben doch am Ende des Tages vielleicht etwas weniger für Kitas machen wollen. Also eher Skepsis. Was die Erbschaftssteuer betrifft, ist das, finde ich, eines der grundsätzlichen Probleme. Also wir haben in Deutschland aktuell circa Einnahmen von 4 Milliarden aus der Erbschaftssteuer. Wenn wir die Erbschaftssteuer hätten wie in den Vereinigten Staaten, hätten wir 40 Milliarden. 40 Milliarden. Und nun sind die Vereinigten Staaten nicht unbedingt verdächtig, besonders links zu sein. Deswegen, es ist möglich. Ja, wir haben ein Problem, ein rechtliches. Das ist auch nicht so neu. Das Hauptproblem ist wirklich das Auseinanderhalten von privaten Vermögen und Betriebsvermögen. Aber wir werden in den nächsten 10 Jahren ca. 2,6 Billionen in Deutschland vererbt. Und wer da nicht rangeht und sagt, wir brauchen deutlich höhere Einnahmen, der macht etwas falsch. Wir brauchen dann nicht über Generationengerechtigkeit und Ähnliches zu sprechen. Die Tatsache, dass man in Deutschland geboren wird und ein Leben lang nichts mehr tun muss und sein Geld nicht alle kriegt, da ist irgendwas schief. Da ist irgendwas schief und da ist überhaupt kein Verdienst dabei. Und denn diese ganzen neoliberalen Argumente ist alles schon mal versteuert worden. Ja, ich weiß. Und natürlich ist die Aufgabe an die Politik, hier eine verfassungsgemäße Lösung hinzubekommen. Das ist nicht leicht. Und ich sage nochmal, der Kernpunkt ist die Trennung von betrieblichem und privatem Vermögen, weil, das sehe ich auch so, bei Betriebsvermögen, da kann man jetzt nicht relevant ran, weil das kann Arbeitsplätze, kann Zukunft vernichten, das sollte man definitiv nicht tun. Aber als ich vorhin über die Millionärsteuer, was noch was anderes ist, da ging es auch nur um Privatvermögen. Nur um Privatvermögen. Die Dinge, die da zu lösen sind, sind lösbar. Riesenherausforderung, aber jetzt zu sagen, wir gucken mal auf das Urteil und dann werden wir mal sehen, wie wir am besten nichts machen, ist eben falsch. Und die Haltung der Union, die ist zumindest so, was man auf gar keinen Fall machen darf, ist hier eine Veränderung. Sie sind ja nicht ganz so wie die FDP, die wollte die abschaffen. Die Union sagt aber bloß nichts verändern, dass es mehr Einnahmen gibt. Bin ich gespannt, ob die Diskussion in der Gesellschaft vielleicht zustande kommt, dass alle gemeinsam der Auffassung sind, dass insbesondere bei privatem Geld und Immobilienvermögen wir wirklich ran müssen. Ich sage nochmal, die Zahl 2,6 Billionen in den nächsten 10 Jahren ist eine Dimension, wo man was abholen muss. Eine der zwingenden Voraussetzungen. So, Ihr Erbe ist weg, jedenfalls bei der Mitte links. Also um das auch nochmal zu sagen, privat genutzter Wohnraum, also Eigenfamilienhäuser und so weiter, sind sowieso raus und das, da will auch gar niemand ran, das ist völlig normal, da soll gar keiner ran. Das ist ja, Herr Mauert, Sie haben das scherzhaft gesagt, aber das ist ja so ein bisschen Mainstream, der da ist. Die wollen den armen Menschen, die in ihrem Leben da 100.000 zusammengeschafft haben und ein Haus, das wollen die denen wegnehmen. Ja, totaler Quark, das will kein Mensch, weder Grüne noch SPD noch Linke. Also wir haben alle so hohe Freigrenzen und wir haben bei diesem Teil, da will überhaupt niemand ran.
ran. Aber es wird immer suggeriert, dass da wollen die ran. Oma, ihr kleinen Häuschen. Völliger Unsinn, aber bei denjenigen, die gar nicht mehr wissen, wie viel Geld sie haben, da kann man ja zumindest ein bisschen helfen, dass sie wieder Übersicht bekommen. Das Motto hat Klaus Steg vorgegeben, Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. So, bitteschön. Hallo, Christine Moser, mein Name, ich bin Stipendiantin der Böll-Stiftung und Promovierende. Ich würde gerne mal an die Frage anschließen von Frau Göring, die erste Frage, und sie ein bisschen ketzerischer formulieren. Inwiefern haben wir vielleicht einfach auch systemimmanente Grenzen unserer Demokratie erreicht, vor dem Hintergrund der demografischen Situation? Das heißt, ja, Herr Bartsch, es ist richtig, dass es gut ist, dass die Politik auch Angebote an verschiedene Altersgruppen macht, aber inwiefern haben wir vor dem Hintergrund unserer demografischen Situation vielleicht einen Anreiz der politischen Parteien, doch mehr Angebote an ältere Generationen zu machen, und inwiefern macht das Fronten auf, die uns eben nicht gerade dabei helfen, Dialog zu führen? Ja, ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich, ne? Ich könnte jetzt als Grüne mich ganz locker zurücklehnen und ganz pragmatisch argumentieren und sagen, wir haben unter den Älteren so wenig Wählerschaft, wir können das locker durchziehen mit der Gerechtigkeit für die jüngeren Generationen. Das ändert sich aber mit den Jahren. Das wollte ich gerade sagen, Herr Marold. Je älter wir selbst werden, umso stärker ändert sich das natürlich. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ob es diese Bereitschaft gibt, zu sagen, es geht nicht nur um das, was in der nächsten Legislaturperiode passiert oder mit der Wahl nach dieser Legislaturperiode. Und ob man bereit ist, sich darauf einzulassen, davon hängt für meine Begriffe extrem viel ab. Und ich sage auch nicht, das ist dann nur nach dem Motto, wir vertreten damit die Interessen der jüngeren Generation. Weil ich, ehrlich gesagt, meine Lebenserfahrung, und das ist jetzt auch schon ein bisschen, sagt mir, auch die Großeltern wollen, dass es ihren Enkelkindern gut geht. Und wollen, dass sie nicht nur einen anständigen Haushalt, sondern eine anständige Umwelt vererbt kriegen und so weiter. Und deswegen glaube ich, alles, was dazu führt, dass wir den Eindruck erwecken, damit spielen wir Generationen gegeneinander aus, hat auch nichts mit der Lebensrealität zu tun. Aber wir müssen darüber reden. Also es reicht nicht zu sagen, wir machen mal was für die jetzige Rentnergeneration und bei dem anderen, da huschen wir uns dann so weg, sondern ich glaube, diese Frage von wo setzen wir welche Prioritäten und welche Schwerpunkte, der müssen wir uns aussetzen und diesen Fragen müssen wir uns auch stellen. Und dass jetzt eine junge Generation nicht auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, dieses 160 Milliarden Paket, das wollen wir nicht, das hat einerseits mit der Solidarität zu tun, über die wir vorhin geredet haben, aber andererseits glaube ich auch damit, dass es eben genau dieses Auseinanderdividieren und gegeneinander ausspielen nicht geben soll. Ich finde, das ist für eine Gesellschaft, ehrlich gesagt, ziemlich erwachsen, aber demokratisch. Werden wir, und was Wahlentscheidungen angeht, werden wir noch eine ganz andere Debatte kriegen aus meiner Sicht. Aber der Mut für eine Partei zu sagen, wir denken auch an das, was in 10, was in 20 und auch was in 50 Jahren passiert, den muss man aufbringen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man danach mehr fragen würde und mehr gefragt würde. Darf ich dazu eine Ergänzung machen, weil ich glaube, wir kommen wirklich an eine Grenze mit unseren Wahlrhythmen und Ähnlichem. Also wir hatten ja nur gerade eine Bundestagswahl und Frau Merkel hat diese Wahl gewonnen mit dem Angebot, es bleibt, wie es ist. Und es gab nur wenige Versprechen, über eins haben wir gesprochen, die Mütterrente, und die auch nur gezwungen durch die CSU. Das ist ein Problem. Und Fakt ist, Parteien, die wirklich im Moment sichtbaren, die werden in den nächsten Jahren nicht eintreten, aber in einem Jahrzehnt werden wir sehr, sehr viele Probleme als Stau haben. Die Parteien, die jetzt den Mut aufbringen würden, dies auszusprechen und daran zu gehen, sind nicht in der Situation, dass sie beim nächsten Mal etwa dafür belohnt werden. Das ist in Podien von interessierten Menschen vielleicht der Fall, dass man gewinnt, aber nicht bei einer großen Vielzahl von Menschen, die politisch nicht so sehr interessiert ist, was kein Vorwurf ist, und die ihre Informationen aus wenigen elektronischen Medien entnehmen. Was im Übrigen in der Regel dann nicht die Öffentlich-Rechtlichen sind. Das ist ein wirkliches Problem. Und das ist für alle Politikerinnen und Politiker ein Problem. Im Übrigen, die Lösung der CDU ist da eine einfachere. Weil das Konservativ hat es da leichter, die will keine Gesellschaftsveränderung. Wir haben es da leichter. Und das ist für Parteien, die eben nicht so sind,
die also vielleicht noch sagen, also wir haben Probleme und wollen Lösungen, ist das immer schwieriger. Und da ist dieser Vierjahresrhythmus wirklich nicht ganz leicht. Wollen Sie machen? 10 Jahre? Nein, das ist jetzt so eine Nachricht, ne? Nein. Linke fordert 10-jährige Wahl. Na gut, wir können die jetzige, super Idee. Nein, natürlich nicht. Steht schon online. Nein, natürlich, ja, super. Natürlich ist es richtig, da gilt ja der alte Satz von LaSalle, sagen, was ist, ist die vornehmste Wahrheit eines Sozialdemokraten, wie er das damals formuliert hat. Da war das noch alles in einer Partei versammelt. Das stimmt ja weiterhin. Aber der Mut ist im Moment auch nicht ausgeprägt. Und das ist doch so, wer Mut in bestimmten Fragen hat, der ist in der eigenen Partei, geschweige denn in der Gesellschaft, nicht unbedingt so, dass man sagt, na endlich mal einer, der sagt. Das geht im Übrigen bei den anderen auch besser. Dass das nur gerade, wie bei Herrn Sarrazin, auch gerade ein Sozialdemokrat war, ist sehr bedauerlich. Das ist aber die falsche Linie. Das ist auf der anderen Seite schwieriger. Ich will ja nur das bestätigen. Das ist ja nicht so, also, dass wir das nicht wissen. Das wissen wir doch alle. Aber Mut haben in Wahlkämpfe bestimmte, ich mache jetzt mal ein Plädoyer für die Grünen. Also es fällt mir schwer, aber ich mache das ja. Also die Grünen haben im Wahlkampf. Man kriegt hier Beifall. Ja, hier gibt es Beifall. Ja, das ist, wenn ich jetzt bei der SPD war, ja. Nein, jetzt aber ernsthaft. Die Grünen haben doch in dem Wahlkampf, in einer zentralen Frage, was Steuer, wird viel darüber redet, was da alles falsch war. Aber die Grundidee war eine zutiefst vernünftige. Und die ist ja eben wirklich von der Öffentlichkeit und zwar heftig zerschossen worden. Da gibt es ja Gründe für. Da gibt es ja Gründe für. Da müssen wir alle mal drüber nachdenken, warum das war. Wenn man sowas, was eine Normalität sein müsste in unserem Land, nämlich wirklich an die ungleiche Einkommens- und Vermögensentwicklung ranzugehen. Wenn das so chancenlos ist, wenn da diejenigen, die das vertreten, also wirklich Dauerfeuer kriegen, damit auch irgendwie vielleicht auch ein Problem. Und ich würde mal die These wagen, wenn wir das, was dort, wenn wir zum Beispiel eine höhere Erbschaftssteuer, oder ich nehme jetzt mal mein Lieblingsprojekt, die Millionärsteuer, wenn wir die abstimmen würden, Volksabstimmung, Mehrheit. Ganz sicher Mehrheit. Wenn ich es in der Öffentlichkeit versuche durchzusetzen, chancenlos. So, also wir haben offensichtlich ein Problem. Es ist erstmal gut, wenn man es weiß. Wie wir es dann lösen, erzähle ich dann beim nächsten Mal. Also, ich finde das immer erstaunlich. Ich glaube, es vergeht keine Talkshow, wo ein Vertreter der Linkspartei nicht einen Sozialdemokraten zitiert. Aber das ist ja vielleicht auch ein Zeichen der Annäherung, dass der Tagesspiegel jetzt aufnehmen kann. Da gab es die Spaltung der Arbeiterbewegung. Naja, die Spaltung war das nicht. Sondern ja, wir wollen jetzt lieber nicht mit der Geschichtsklärung anfangen. Da hat sich Ihre Partei nicht so gut mit hervorgetan. Ich kann das ja verstehen, dass wir hier so ein bisschen auch Opposition spielen wollen. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der eigentlichen Frage zurück. Systemimmanente Barrieren in der Demokratie. Ich glaube, dass das, was Frau Göring gerade eben gesagt hat, richtig ist, dass noch in unserer Gesellschaft ein relativ ausgeprägter Sinn für Solidarität existiert. Gerade auch zwischen den Generationen. Das wird an dem Beispiel der abschlagsfreien Rente und der Mütterrente schon auch deutlich, mal unabhängig davon, wie man im Einzelnen dazu sich positionieren mag. Aber nochmal, die Zustimmungen sind so eklatant hoch, gerade auch im jüngeren Bereich, beziehungsweise die Kritiker sind, wenn dann gerade in den älteren Klassen da, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht ist ja doch was dran, das nachher meine Enkel, das will ich ja auch nicht. Also offensichtlich scheint das schon noch zu funktionieren. Sodass wir quasi nicht einfach nur auf eine quantitative Masse schauen müssen, also wie viel Junge gegen wie viel Alte, sondern, und das finde ich ist ja erstmal auch was Positives, dass wir darauf setzen können, dass auch unabhängig von den absoluten Mengen, wenn wir auf eine Werteorientierung eben zum Beispiel der Solidarität in dieser Gesellschaft achten, es dann eben auch anders geht und es eben nicht ein Wo werden sozusagen welche Grüppchen wie zusammengezogen, um sie gegen andere zu stellen oder um sich gegen andere zu stellen. Und deswegen ist natürlich so eine Orientierung von wie Solidarität, aber wie schaffen wir auch Sicherheit in einer flexibilisierten Welt oder Sicherheit bei mehr Freiheit und so weiter, dass wir auch immer wieder auf diesen Wertekanon eben auch zurückkommen müssen und sagen müssen, da müssen wir Balance hinbekommen, da brauchen wir auch Verabredungen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen despektierlich gesagt, Opposition spielen. Natürlich meine ich das, nehme ich das schon ernst. Und eins tut der Demokratie in der Tat nicht gut, nämlich wenn wir mehr als 4 Jahre große Koalition hätten.
Ich glaube, dass in der Tat ein Regierungswechsel konsequenterer Art notwendig wäre. Dafür stehe ich und ich glaube, dass das auch für eine Demokratie wichtig ist, um eben zum Beispiel über diese Orientierung zu reden. Das ist etwas, was mich reizen würde und zu sagen, wie können wir diese Werte sicherstellen? Und ich glaube, zumindest ein paar Sachen, auch wenn der ein oder andere Dissens war, ich finde schon, dass ein paar Sachen heute schon auch auf dem Tisch geblieben sind, wo wir uns sehr wohl einig sind darüber, was gerecht ist und auch was generationengerecht ist. Ja, vielen Dank. Es war fast schon ein prima Schlusswort, weil ich finde auch, dass es wirklich eine engagierte, interessante Diskussion war, die viele Themen berührt hat, natürlich längst nicht alle auch nur annähernd erschöpfend behandelt hat. Das kann natürlich auch gar nicht gehen. Ich freue mich aber, dass die Diskussion sehr gut geklappt hat, auch ohne Herr Bartsch, ohne die CDU, gut vorausgesehen. Wir hätten sie vielleicht gebrauchen können für das ein oder andere, vielleicht aber auch nicht, weil die Diskussion über das Thema Generationengerechtigkeit ist auch schon ganz anders geführt worden. Ich habe mir nochmal zwei Beispiele aus der Vergangenheit rausgesucht. Das war Ende der 90er Jahre Carsten Filmer, der das Wort vom sozialverträglichen Frühableben geprägt hat und in die Diskussion eingebracht hat. Das war Philipp Missfelder mit seiner Diskussion darüber, ob Hüftgelenke für sehr alte Menschen noch auf Kosten der Solidargemeinschaft bezahlt werden sollen. Ich glaube, wir haben uns davon ein wenig entfernt, ein wenig substanzieller diskutiert. Dafür danke ich Ihnen hier sehr. Vielen Dank. Mein Dank gilt auch Ihnen, die Sie sich hier am Samstagmittag versammelt haben, um dieses Thema zu verfolgen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, der schlecht verkaufteste Titel des Spiegel, zumindest in diesem Jahr, war das Thema Rente. Sie haben gezeigt, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich dafür durchaus interessieren. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute.